Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Themenabend auf Sozio Plus. Und ihr seht von mir aus gesehen links auf meiner Seite den lieben Christian Schiffer. Hallo Christian. Hallo, lieber Patrick. Und ich begrüße herzlich natürlich den Chat, der schon eifrig zugange ist. Hallo ihr Lieben. Also Christian ist Journalist schon, also ich glaube, du bist sogar fester Journalist? Freier. Fester Freier. Genau, unter anderem beim Bayerischen Rundfunk. Du bist aber auch selber mitwirkend im ganzen, ich sag mal, Gaming-Journalismus, sehr aktiv und sehr viel unterwegs. Und du bist vor allen Dingen auch im Bereich Audioproduktion unterwegs. Da hast du selber, glaube ich, aktuell auch so einen Technik-Podcast, habe ich gehört. Mit einem auch im BR, aber vor. Ja, genau, Umbruch. Das ist ein Podcast, Technologie-Podcast, den ich im BR mache. Aber vor allem mache ich ja mit Christian Alt Last Game Standing. Genau, gibt's so. aber wir wollen heute gar nicht über Games sprechen, sondern tatsächlich über ein Thema, was du auch wiederum gemeinsam mit Christian Alt, also deinem Podcast-Kollegen von Last Game Standing und ich glaube auch dein journalistischer Kollege, geschrieben hast, nämlich das Buch Angela Merkel ist Hitlers Tochter im Land der Verschwörungstheorien. Ich glaube, vor 2 Jahren erschienen. Ich habe nämlich irgendwie vor ein paar Tagen den Erinnerungspost von Facebook erhalten. Da habe ich ein Foto von gemacht, als genau. Ihr mir das zugeschickt hattet. Es ist ziemlich genau sogar vor 2 Jahren. Ne? Genau, also 20. Glaub, August, morgen. Also morgen feiert ihr zweijähriges Jubiläum dieses Buches. Und nach wie vor, glaube ich, relativ aktuell. Und erzähl doch mal einfach so zum Anfang, was ihr in diesem Buch beschreibt oder was war eigentlich die Intention, weil ich glaube, dahinter steckt ja ein Vorhaben, ein ursprüngliches, was sich dann aber relativ schnell in etwas eskaliert ist, was ihr gar nicht so vorhattet, so ein bisschen, oder wie war das? Du spielst natürlich an auf diese Verschwörungstheorie, die wir selbst erfunden haben. Die haben wir aber gar nicht für das Buch erfunden, sondern für ein Hörfunkfeature, das wir 1 oder 2 Jahre vorher gemacht hatten. Grundsätzlich war es so, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen wollten, weil uns im Prinzip, sagen wir mal, 2 Dinge aufgefallen sind. Das eine war so, dass diese ganzen Theorien plötzlich unglaublich nah an uns rangekommen sind. Also plötzlich hattest du halt so Leute im Fußballverein, die dir das Ohr abgekaut haben mit irgendwelchen Theorien zu Chemtrails oder dem 11. September. Und das Zweite war, dass ich so ein bisschen auch das Gefühl hatte, dass sich die Theorien selbst verändert hatten. Also als ich jung war, da habe ich viel Akte X geschaut und hab mir natürlich auch den Film von Oliver Stone, JFK, angeguckt. Und das waren aber alles, sagen wir mal, so Theorien, die mit meinem Leben jetzt nicht so viel zu tun hatten und an denen ich auch gar nichts ändern konnte. Mhm. Also ob jetzt an Aliens in der Area 51 rumoperiert wird, da konnte ich als 12-Jähriger wirklich wenig dagegen tun. Und ich konnte auch nichts dagegen tun, ob jetzt irgendwas in Bezug auf die Ermordung von John F. Kennedy. Und diese neuen Verschwörungstheorien, also Impflüge, Chemtrails, auch Reichsbürger, das sind eben Dinge, die sehr stark mit dem Alltag und mit unserem Leben verwoben sind. Also Chemtrails vergiften dich persönlich, ja. Und Reichsbürger, also klar, der Staat umgibt uns ja, wenn der keine Legitimität hat, das betrifft dich auch persönlich in deinem Alltag. Und es sind dann natürlich auch Verschwörungstheorien, gegen die man schnell was ausrichten kann. Also in Bezug auf die Chemtrails zum Beispiel, da kann man sich bei Amazon so eine sogenannte Akasha-Säule kaufen für 5.000 €. Die macht dann die Chemtrails weg. Aber natürlich gab es auch Leute, die versucht haben, Piloten zu blenden. Ja, oder wenn ich Reichsbürger bin, dann also mit Laserpointern. Und wenn ich Reichsbürger bin, dann kann ich meinen eigenen Staat ausrufen, aber ich kann natürlich auch gewalttätig werden. Und wir hatten in Bayern ja diesen Vorfall, also diesen Mord an einem jungen Polizisten von einem Reichsbürger 2016 im Herbst. Und das waren so ein bisschen die Überlegungen. Und dann hatten wir halt überlegt, okay, wie machen wir das für dieses Feature? Und man muss sagen, trotz dieser 2 Punkte war es damals immer noch so, dass Verschwörungstheorien trotzdem noch so ein bisschen was anhaftete. Das hat sich mittlerweile sehr stark verändert. Also wir reden hier über das Jahr 2016, 2015, als wir das gemacht haben. So ein bisschen was von,
ja, bizarr und obskur. Und das ist heute immer noch so, nur dass heute das Gefährliche noch viel stärker dazu gekommen ist, als wir das 2015 hatten. Mhm. Und dieser Mord von Georg Gmünd, der ist auch genau in diese Zeit gefallen, als wir dieses Feature gemacht haben und hat da auch stark was in uns verändert. Hat mich stark beeindruckt, dieser Fall. Ich hatte auch Briefverkehr zu dem Mörder. Ich war damals auch bei dem Haus und so weiter. Mhm. Auf jeden Fall war es damals so, dass wir dann irgendwie diese Idee hatten und darauf hast du angespielt, naja, können wir nicht eine eigene Verschwörungstheorie in die Welt setzen? Natürlich waren wir damals schon auch so weit, dass wir gedacht haben, dass uns schon klar war, dass das eine dumme Idee ist und dass die Welt wirklich vieles braucht, aber bestimmt nicht noch eine Verschwörungstheorie, die von uns in die Welt gesetzt worden ist. Deswegen haben wir eine Facebook-Gruppe gekauft auf eBay. Also man kann bei eBay für 10 Euro Facebook-Gruppen kaufen. Könnte man vielleicht auch mal ein Buch drüber schreiben. Und wir haben dann ein Video aufgenommen und zwar war die Geschichte so, dass damals gab es ja diesen Rauchmelderzwang. Also es ist ja wirklich so ein bisschen seltsam gewesen, weil ehrlich ist, da kam irgend so ein wildfremder Typ bei dir vorbei und hat dir im Schlafzimmer irgend so ein Ding installiert. Und da dachten wir, okay, das wäre eigentlich genau die richtige Geschichte für eine Verschwörungstheorie, weil da ist so Zwang dahinter. Das ist ja wirklich ein bisschen obskur. Und das war dann auch diese Zeit, vielleicht erinnerst du dich, wo auf YouTube nach Snowden reihenweise Leute die NFC-Chips aus ihren Handys rausgerissen haben, weil sie dachten, das wären Wanzen oder sowas. Es gab auch so ein gesellschaftliches Timbre dafür. Und dann haben wir ein Video gemacht, so ein verwackeltes Handyvideo, wo jemand seinen Rauchmelder aufschraubt und dann vermeintlich einen Überwachungschip rauslötet. Und haben das eben ganz kurz in diese Facebook-Gruppe gehangen, die wir gekauft hatten und die so 6.000 Mitglieder umfasste. Und nachdem wir bei 10 Minuten gesehen hatten, okay, es funktioniert, haben wir das dann auch wie so einen atomaren Brennstab da wieder ganz schnell rausgefischt. Und das Interessante war, dass diese Verschwörungstheorie dann trotzdem aufgekommen ist. Mhm. Und zwar also es ist bei Verschwörungstheorien oft so, dass es sowas gibt wie einen wahren Kern oder ein zugrunde liegendes reales Problem. Und das ist hier nämlich auch so. Es war dann nämlich so, dass dann das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie wirklich gewarnt hat vor Überwachung durch Rauchmelder. Okay. Die meinten damit aber eher so im privaten Nahbereich. Also dass es sein kann, dass der Ehepartner da vielleicht eine Wanze wirklich versteckt, um die Ehefrau oder den Ehemann zu überwachen. Das kann tatsächlich passieren. Und das ist eben ganz typisch, und das haben wir oft bei so Verschwörungstheorien, dass da irgendwas dran ist, über was die Leute nachdenken. Oder irgendwie, dass da quasi in der Verschwörungstheorie so weiter extrapoliert wird. Und tatsächlich ist diese Verschwörungstheorie dann auch bei jetzt klassischen Verschwörungsideologen dann sehr stark herumgereicht worden, also in der krassen Form. Aber damit hatten wir nichts zu tun, sondern es hat sich quasi unabhängig von unserem kleinen Experiment entwickelt. Mhm. Ja. Und dann haben wir eben, das war halt das Radio-Feature, und dann dann wurden wir angesprochen von einer Agentin und haben daraus, also haben ein Buch zu dem Thema geschrieben, wo wir aber dann diese Geschichte mit der selbst erschaffenen Verschwörungstheorie wie so einen roten Faden ein bisschen durch dieses Buch gezogen haben, weil man da schon so ein bisschen was dran sehen kann, wie Verschwörungstheorien eben auch funktionieren. Mhm. Bevor wir da in die Tiefe reingehen, weil ihr seid ja auch, glaube ich, dann viel rumgereist, habt auch mit Leuten gesprochen, wart auf größeren Kongressen, die erstaunlich groß waren für solche Thematiken. Und aber das Erste, was wir, glaube ich, jetzt mal klären sollten, weil es auch schon im Chat gerade aufgetaucht ist, der Begriff oder die Begrifflichkeiten, die ja so immer wieder umherschwirren und jeder versteht darunter was anderes. Also das Thema Verschwörung ist ja nochmal, also eine Verschwörung ist, glaube ich, relativ einfach zu definieren. Also die fängt, glaube ich, schon sehr niedrigschwellig an. Ein paar Leute tun sich zusammen, genau, und planen. Wir können es zusammentun. Genau, wir können es zusammentun. Und dann planen wir zusammen was, Weltherrschaft übernehmen oder so, und dann funktioniert das halt oder halt nicht. Ne? Genau. Also wenn es um die Theorie, also oder ja, aber du willst wahrscheinlich auf die
Verschwörungstheorie hinaus. Genau, oder? Im nächsten Schritt, also wir hangeln uns da so quasi, quasi ran, weil es ja dann der zusammengesetzte Begriff entweder das Gängigste ist natürlich Verschwörungstheorie. Mittlerweile plädieren aber auch viele davon, von Verschwörungsmythos zu sprechen oder von Verschwörungsideologie. Was ist denn deiner Meinung nach der passendste Begriff und wo ist vor allen Dingen die Abgrenzung der jeweiligen Begriffe? Also vielleicht sollten wir erstmal nochmal so ein bisschen klären, was eine Verschwörungstheorie eigentlich ist. Ja? Also jetzt nur mal per Lexikon-Definition. Also Verschwörungstheorie ist eigentlich die Vorstellung, dass ein Zustand oder ein Ereignis von einer Gruppe von Personen oder auch Einzelpersonen herbeigeführt wird. Und ganz wichtig, dieses Ereignis oder dieser Zustand ist negativ. Das ist quasi Lexikon-Definition von Verschwörungstheorie. Jetzt gibt es ja seit einigen Jahren oder Monaten vor allem eben die Diskussion, ob Verschwörungstheorie der richtige Begriff ist, weil eine Theorie, das haben wir ja alle im Soziopod beim Herrn Breitenbach gelernt, ja, und beim Herrn Köbel, ja, ist ja eine, also muss ja falsifizierbar sein. Das haben wir ja alle schon in den mindestens 2 oder 3 Popper-Folgen gehört, die er gemacht hat. Oder, das weiß ich wirklich viel von Nils Köbel, sie muss sogar ein Angebot zur Falsifizierung machen. Ja. Also ich stelle eine Theorie auf und ich muss sagen, unter welchen Umständen diese Theorie vielleicht nicht stimmt und sich und dann eben falsifizierbar ist. Und dann wird diese Theorie mit allem beschossen, was man so hat. Und entweder sie hält stand oder sie hält nicht stand. Jetzt ist es natürlich bei vielen Verschwörungstheoretikern, ich tue das jetzt mal so ein bisschen in Anführungsstrichen sagen, dass die in dem Sinne keine Theorie aufstellen, weil sie nicht falsifizierbar ist. Du gehst halt da irgendwo hin und dann bist du entweder selber Teil der Verschwörung oder keine Ahnung, also nehmen wir mal die Mondlandungsverschwörer, die sagen dann, ja, aber die Bilder sind von der NASA und das kann man deswegen ernst nehmen. Also du kannst es gar nicht falsifizieren. Ne? Deswegen sagen eben viele Leute, man soll diesen Begriff Theorie dann nicht verwenden. Und es ist auch so, dass es zum Beispiel jetzt so im Journalismus auch durchaus so ein bisschen die Diskussion gibt, ob das nicht ein bisschen zu seriös auch klingt, Theorie. Und bei einer Ideologie will man eben dieses genau herausstellen, also Verschwörungsideologie, dass man eben diesen ideologischen Aspekt da herausstellen möchte. Jetzt bei Verschwörungsmythos und Verschwörungserzählung weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht so genau, was da der Unterschied war. Ich möchte aber auch ein bisschen trotzdem die Gegenargumente auch nochmal zu Wort kommen lassen, wieso es vielleicht doch auch Sinn machen kann, von Verschwörungstheorie zu sprechen. Wir haben ja selber in unserem Untertitel diesen Begriff verwendet, auch in dem neuen Buch, also Fake Facts, was ich sehr empfehlen kann, von Katharina Nokun und Pia Lamberti, ist, glaube ich, auch Verschwörungstheorie in der Unterzeile. Und es macht einfach manchmal durchaus Sinn, sag ich mal, Begriffe zu verwenden, die auch schon eingeführt sind und die die Leute verstehen. Und es ist für mich als Journalist, also ich verstehe, dass man in der Wissenschaft sehr, sehr präzise auch Begriffe verwenden muss, aber für mich ist es echt schwierig, manchmal von Verschwörungsideologen zum Beispiel zu sprechen, weil das nicht das ist, was hier, was einfach gängig ist. Und dann muss ich sagen, du hast ja vorher gesagt, wir haben ja auch mit vielen Leuten gesprochen. Ich habe auch mit vielen Verschwörungsideologen gesprochen und ich hatte bei keinem einzigen von denen das Gefühl, dass er deswegen Verschwörungsideologe ist, weil er so großen Wert auf den Wortbestandteil Theorie in Verschwörungstheorie legt. Also ich verstehe schon, dass man sagt, dass Wörter einen unglaublichen Einfluss auf die Gesellschaft haben. Ich glaube, dass Wörter einen Einfluss haben auf die Gesellschaft. Vielleicht ist der Einfluss aber auch geringer. Das möchte ich mal so ein bisschen offen lassen. Und ich glaube, manchmal ist es sinnvoller, vielleicht weniger über Worte zu sprechen und stattdessen über die Grundlagen zu sprechen. Und dann muss man auch noch mal was sagen. Es gibt meines Erachtens dann nämlich auch, also durchaus Leute, die wirklich im Wortsinn Verschwörungstheoretiker sind. Das sind nicht besonders viele, aber ich habe solche Leute schon getroffen. Also ich komme ja aus Bayern. In Bayern hatten wir König Ludwig II., der umgekommen ist im Starnberger See zusammen mit seinem Arzt.
Und um diesen Vorfall ranken sich sehr viele Verschwörungstheorien. Er war eine schillernde Figur, wurde ja abgesetzt, er hatte große Scherereien, sowohl mit den Ultramontanen, also katholische Fundamentalisten, aber auch mit der Vorgängerpartei, wenn man so möchte, der CSU. Und deswegen gibt es da ja immer wieder Gerüchte, dass er vielleicht umgebracht worden ist, vielleicht auch vom preußischen Geheimdienst. Und es gibt Leute, die sagen, öffnet das Grab von König Ludwig II., damit wir hier eine richtige, Autopsie machen können. Mhm. Genau. Die Wittelsbacher wiederum hier, also das Herrscherhaus von Bayern, sagen, nee, das wollen sie nicht, weil das würde die Totenruhe stören. Und sagen wiederum die Verschwörungstheoretiker, dass man aber heute mit modernen Mitteln dieses Grab durchleuchten kann. Da muss man es gar nicht aufmachen, da wird dann gar keine Totenruhe gestört. Und da würde ich schon sagen, das sind für mich dann auch Verschwörungstheoretiker, weil die stellen eine Theorie auf und die machen sogar ein Falsifizierungsangebot. Mhm. Also sie sagen sogar, wenn ihr das macht und dann kommt raus, okay, es war wirklich ein unglücklicher Badeunfall oder wie auch immer, also wie das da passiert ist im Starnberger See, dann ist es in Ordnung. Aber, und deswegen finde ich, also langer Rede, kurzer Sinn, also ich finde, man kann, also ich bin selber jetzt schon jemand, der lieber von Verschwörungserzählungen durchaus spricht, auch wenn ich mir das ein bisschen umgewöhnen muss, aber ich würde nicht den Stab über meinen Menschen brechen, die mal Verschwörungstheorie oder sowas sagen, weil es gibt da schon auch ein paar Gründe, das zu tun. Und vielleicht wäre es manchmal ganz gut, die Energie ein bisschen in andere Dinge zu steuern. Was ich tatsächlich feststelle, witzigerweise befasse ich mich privat auch schon sehr, sehr lange mit der Thematik. Das heißt, ich war selber mal angefixt von Verschwörungstheorien tatsächlich. An was glaubst du denn? Wie, an was glaube ich denn? Jetzt? Ja, welche hast du geglaubt? Ja, nee, damals, genau. Also damals war so der Einstieg, so quasi das klassische Anfixen, also zu meiner Zeit, in den 90er Jahren, wird dir wahrscheinlich auch noch was sagen, das berühmte Jan van Helsing Buch. ja. Du kennst es, ich glaube, wie Titel weiß ich gar nicht mehr, aber irgendwie Buch darf man nicht lesen, das war ja dann auch irgendwie auf Index, angeblich zumindest, keine Ahnung, ob es wirklich so war, oder auch zu Recht wahrscheinlich, weil es natürlich unfassbar im Grunde genommen die antisemitische Verschwörung reproduziert hat, die Protokolle der Weisen von Zion und so weiter, aber das war schon so eine Mixtur, die, wie du gesagt hast, auch ich war so Akte X-Fan. Da war so alles mit drin, ja, so Alien, Nazi, Reichsscheiben, Flugscheiben, plus so dieser Umstand als junger, will man sagen, eher fast schon Punk angehauchter Mensch, der sozusagen mit dem autoritären System, was vorherrschte, unzufrieden war und irgendwie gespürt hat, ach, das läuft doch alles nicht so richtig, hat mich das schon sehr als jugendlicher, unbedarfter Mensch sehr angefixt. Und bis hin dann zu, ich sag mal, die klassische Illuminatus-Literatur von Robert Anton Wilson, die ja, ich glaube, so 80er Jahre auch in den Hackerkreisen in Deutschland, man erinnert sich vielleicht an Karl Koch und sein tragisches Schicksal, der selber knietief in dieser Verschwörungstheorie versumpft ist und auch so ein bisschen daran zugrunde gegangen ist, auch psychisch, und das Ganze sich offenbar auch in einem Selbstmordsuizid dann geendet hat. Dann dieser Film 23, der rund um die Geschichte von Karl Koch, das war ja alles so ein popkultureller Strang. Und was ich da tatsächlich an mir festgestellt habe, ist, dieses Phänomen, das ist mir dann später sozusagen mit der wissenschaftlichen Brille dann, und Gott sei Dank gab es dann Menschen, die mir vor Augen gehalten haben, was für ein Quatsch das zum Teil alles ist. Und wie du sagst, es gibt sozusagen Elemente, da steckt was Wahres dran und es wird dann so schön eingepackt in so komischen Dingen und verwoben. Und was ich wahrgenommen habe, ich weiß jetzt gar nicht diesen Fachbegriff gar nicht mehr, aber diese, ich glaube, selektive Wahrnehmung, also nehmen wir mal anhand der Zahl 23, wenn du dich darauf mal geeicht hast oder diese Pyramide, die wir da rechts oben sehen, dann erkennst du das plötzlich überall. Das ist so, wie du sagst,
wenn du mal drauf achtest, du willst dir irgendwie ein rotes Auto kaufen, siehst du plötzlich überall rote Autos. Und das hat natürlich so einen selbstverstärkenden Effekt. Und damit rutschst du immer tiefer in diese Erzählwelten letztendlich sozusagen hinein. Und das ist super wichtig. Also, Ja, und das war für mich sozusagen aus der eigenen Erfahrung heraus, wo ich Gott sei Dank sozusagen jetzt im Nachhinein darüber sehr rational reflektieren kann. Zum einen, dass die Illuminati oder Illuminatus Bücher waren im Grunde genommen eine riesen Satire, so verstehe ich sie jetzt im Nachhinein, und haben sozusagen all das, was es schon viele Jahrhunderte gab, nochmal popkulturell aufgemischt und zusammengemixt im psychedelischen Duktus. Und einfach sehr witzig und sehr gut geschrieben und sehr chaotisch geschrieben. Und das war aber, glaube ich, nie so ernst gemeint, wie viele es dann tatsächlich genommen haben. Und das, ja, und das dann festzustellen, also da festzustellen, dass man da so tief reinrutschen kann. Und es ist gar nicht so einfach, ist, da wieder rauszukommen, weil es so viele verstärkende Trigger gibt auf einen, die einen einwirken. Sei es dann, weil du mit dieser Brille, wenn du einmal, das ist so ein bisschen tatsächlich auch wie Religion, das ist so eine Weltanschauung. Du erklärst dir die Welt, du hast so ein Gerüst und erklärst damit alles, was du siehst und wahrnimmst und ordnest es genau in dieses Gerüst rein und es wird immer irgendwie passen. Oder wenn nicht, machst du es dir passend. Ja, aber es gibt, glaube ich, einen großen Unterschied zur Religion. Also es gibt viele Parallelen und es ist zum Beispiel auch, glaube ich, gar kein, ja, oder es gibt viele Parallelen, aber es gibt für mich schon einen wesentlichen Unterschied, nämlich nicht alle, aber die meisten religiösen Menschen die Gemeinsamkeit ist, dass die religiösen Menschen ja auch an eine Welt hinter der Welt glauben. Ja, die glauben ja auch, dass das, was wir hier sehen, dass das nicht alles ist, sondern dass es etwas dahinter gibt, was die Fäden zieht. Und der große Unterschied ist aber, dass bei religiösen Menschen meistens etwas Gutes ist, ja. Da ist in der Welt hinter der Welt ist der liebe Gott, ja. Während bei Verschwörungsideologen ist, in dieser Welt hinter der Welt ist das absolut abgrundtief Böseste, ja. Da ist die NWO, die jüdische Weltverschwörung, die Bilderberger, whatever, Satanisten und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, schon ein Unterschied, den man da berücksichtigen muss. Weil mir das oft so, also ich bin kein religiöser Mensch, aber es gibt zum Beispiel auch Studien, die zeigen, dass religiöse Menschen immunisiert gegen zum Beispiel Verschwörungsglauben. Und das glaube ich, da muss man da, glaube ich, einfach auch ein bisschen fair bleiben der Religion gegenüber. Ich fand das interessant, was du erzählt hast, weil du bist ja ähnlich wie ich so ein Internetmensch und man gibt ja heute sehr oft im Internet an total vielen die Schuld. Aber ich kann mich noch gut an die 90er erinnern, wo dann dieses Van Helsing-Zeug irgendwo gelaufen ist auf RTL oder Pro7 und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, bei mir hat eher das Internet dazu geführt, dass ich diese ganzen Dinge endlich vernünftig hinterfragen konnte. Ja. Also ich habe auch bei Oliver Stone dieses Ding mit der magischen Kugel, ich habe das sehr lange Zeit meines Lebens geglaubt und dachte mir, das gibt's doch nicht, ja. Und jetzt, also dank dem Internet kann man halt mal nachlesen, das ist eigentlich nur Bullshit und du kannst dich beschäftigen mit der Geschichte der Illuminaten, die ja auch irgendwie nur so ein echt armseliger Club von Leuten waren, die sich ihre Ausweise selber gemacht haben und solche Sachen, ja. Und das ist schon echt interessant. Also da ist, glaube ich, dann auch tatsächlich der Begriff Verschwörungsmythos relativ angebracht, weil man da auch sehr schnell sieht, wie wenig Luft, also wie wenig wirklich, also Illuminaten ist wirklich, wenn man sich mit dieser Geschichte, die haben sich ja auch in Bayern gegründet, in Ingolstadt, wenn man sich mit denen beschäftigt, das ist wirklich unfassbar, was das für ein armseliger Haufen ist. Und das, was du auch gesagt hast, ist natürlich wichtig, also diese Sache, das, und deswegen ist es auch, deswegen habe ich auch gefragt, an was hast du geglaubt oder an was glaubst du heute? Weil es, glaube ich, gar nicht so gar nicht so was Unwahrscheinliches oder Ungewöhnliches ist, an Verschwörungstheorien zu glauben. Ganz einfach, weil wir als Menschen Mustererkenner sind. Das hat uns in der Evolution große Vorteile beschert. Aber natürlich können wir Menschen
sehr schlecht umgehen mit zum Beispiel Unsicherheiten, mit Zufällen, aber auch mit Inkompetenz. Das finde ich immer sehr interessant bei den Verschwörungstheoretikern, von was für einer Welt die immer ausgehen, wo Leute keine Fehler machen und das alles läuft wie am Schnürchen. Und natürlich schreibt unser Gehirn permanent Geschichten, permanent, und versucht permanent diese Punkte zu verbinden. Ja. Und das ist dann jedes Mal, also ich habe für ein anderes Feature habe ich mit einer Person gesprochen, die glaubt, dass halt Bill Gates Corona über die Welt gebracht hat. Und da merkst du das richtig, wenn du dich mit der unterhältst, dass dann, da sagt sie auch gesagt, das sind aber merkwürdig viele Zufälle. Und diese merkwürdig vielen Zufälle, von denen sie spricht, das sind drei Dinge gewesen, die wirklich, also wo ich auch mit großer Anstrengung eigentlich noch nicht mal eine Verbindung richtig ziehen kann. Ja. Und das ist natürlich etwas, was da eine Rolle spielt, und damit wird natürlich viel gearbeitet. Ja. Da gibt es tatsächlich ein wunderbares Beispiel, fällt mir dazu ein, mit dieser Mustererkennung. Ich glaube, das habe ich mal aus dem Buch von Paul Watzlawick, der den Versuch aber nicht selber durchgeführt hat, sondern nur davon berichtet hat. Und zwar, Psychologen haben Menschen Zahlenreihen vorgelegt. Mhm. Ja? Und diese Zahlenreihen waren völlig willkürlich, also völlig ohne irgendwelche Hintergedanke. Und im Grunde genommen haben alle Probanden darin irgendwann ein Muster erkannt. Ja. Und das ging so weit, als sie dann die Versuchsleiter das aufgelöst haben, waren die immer noch felsenfest davon überzeugt, da muss ein Muster dahinter sein. Ja. Und sie als Versuchsanleiter müssen sich irren, weil sie sehen ja dieses Muster. Also, dass das so stark ist, dass man da letztendlich in der individuellen Wahrnehmung gar nicht mehr loslassen will, wenn man dieses Muster mal findet. Cinnamon Unicorn schreibt Confirmation Bias. Ich glaube, das ist tatsächlich dann der richtige Fachbegriff. Also wenn wir schon bei den Biases sind, können wir vielleicht über einen zweiten sprechen, der wichtig ist für Verschwörungserzählungen, Theorien. Und zwar, das ist der sogenannte Expectation Bias. Da geht es darum, dass wir bei zu großen Ereignissen auch gerne große Erklärungen haben wollen. Also du erinnerst dich vielleicht, 1997 stirbt Lady Diana, die damals meist fotografierteste Frau der Welt, und sie stirbt vermutlich deswegen, weil ihr Fahrer zu viel getrunken hatte an dem Abend und natürlich auf der Flucht vor den Paparazzis es zu diesem fürchterlichen Unfall kam. Aber natürlich ist das eine ziemlich banale Erklärung für viele Leute, wenn diese Frau stirbt, die die berühmteste Person der Welt war. Und dann will man sich vorstellen, dass da mehr dahinter steckt. Also der englische Geheimdienst oder die Queen oder sowas. Und das ist auch ganz typisch. Und das ist beim 11. September, da will man es sich vielleicht auch gar nicht oder kann es sich nicht vorstellen, dass das einfach nur Irre waren mit Teppichmessern aus dem Baumarkt. Die Erklärung scheint uns zu banal. Also natürlich ist die Erklärung nicht mal banal, weil natürlich ist die Geschichte, warum Irre mit Teppichmessern aus dem Baumarkt Flugzeuge führen, die Vorgeschichte ist alles andere als banal. Aber so kommt es uns eben vor. Und da will man quasi für dieses große Ereignis eine große Erklärung haben, auch um das zu rationalisieren und auch um, ja, vielleicht auch das verstehen zu können, ja. Und das ist ganz interessant. Also das ist jetzt natürlich nur eine Koinzidenz, aber es gibt, wenn du dir den Wikipedia-Eintrag anschaust zum Mord an John F. Kennedy, den Wikipedia-Eintrag Verschwörungen zu John F. Kennedy, der ist ewig lang. Ein sehr, sehr langer Eintrag, wo alle Verschwörungstheorien, die es da so gibt, erklärt werden. Dann kannst du dir den anschauen, Verschwörungstheorien, den gibt es auch zum Mord an Robert Kennedy, also an seinen Bruder, gut 10 Jahre später. Und der ist sehr, sehr viel kürzer. Ja, sehr, sehr viel kürzer. Da geht es eigentlich nur um eine einzige Verschwörungstheorie. Und wenn wir dann reden über das Attentat an Ronald Reagan, irgendwann in den 80ern, ich weiß noch nicht mal mehr die Jahreszahl, dann gibt es dazu gar keinen Wikipedia-Eintrag mehr. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, keinen Eintrag zu Verschwörungen dazu. Jetzt kann man sich natürlich fragen, woran liegt das? Und das lässt sich mit dem Expectation Bias ziemlich gut erklären. Weil natürlich ist, wenn ein amtierender Präsident ermordet wird, ist das das größte Ereignis, JFK.
Sein Bruder 10 Jahre später war nur Kandidat, ja. Und bei Ronald Reagan war das Attentat nicht mal erfolgreich. Da braucht es quasi, also da braucht es gar keinen Bias für großen Bias für diese Expectation, weil die Expectation ist nicht groß. Mhm. Wobei und das ist etwas. Ja. Genau, und das erklärt auch, also zum Beispiel, wenn wir, also es gibt viele, viele, viele Gründe, warum zum Beispiel jetzt zu Corona die Verschwörungstheorien so sprießen. Viele, viele Gründe, können wir auch mal drüber reden. Aber einer ist ganz sicherlich, dass natürlich das ein Ereignis ist, das uns alle unglaublich bewegt und wir uns dann vielleicht nicht vorstellen können oder wollen, dass es einfach nur sowas Banales war wie ein Typ trinkt Fledermaussuppe, wobei das, glaube ich, gar nicht sicher war. Oder auf jeden Fall irgendwie geht halt dieses Virus vom Tier auf den Menschen über. Ja, sondern da ist natürlich, will man vielleicht auch irgendwas haben mit ein bisschen mehr Action oder mit einer besseren Geschichte. Und die bessere Geschichte ist halt wirklich, dass Bill Gates das über die Welt gibt, als ja. Das irgendwie vom Tier auf den Menschen über. Und bevor wir zu Corona kommen, noch ein Wort zu John F. Kennedy, was mir da einfiel, ist natürlich, was das auch nochmal besonders gemacht hatte, ich glaube, bei Bobby und bei Ronald Reagan wusste man zumindest sofort, wer Täter ist und man hatte sofort eine relativ klare Zuordnung. Das war ja bei Kennedy immer so ein bisschen im Dunkeln, aber ich gebe dir natürlich recht, das war, ich sag mal, eine wesentlich größere Schockwelle, die durch das ganze Land, durch die ganze Welt ging. Also ich kann mich eher erinnern an die erschütternden Bilder der Menschen, die heulend und fassungslos kollektiv vor den damals Fernsehgeräten ist. Und das führt mich zum nächsten Punkt, nämlich mediale Berichterstattung. Also man muss, glaube ich, klar sagen, je mehr Medienverbreitung es gibt, desto größer wachsen im Grunde genommen auch diese Theorien mit. Also angefangen von damals mit dem Buchdruck, wo das erste Mal in den Anfängen sozusagen Massenmedien erstellt wurden, bis hin dann, hier hat gerade einer geschrieben, 9/11, Sons of Anne hat geschrieben, 9/11 hat mich mit 18 echt getriggert. Und der Grund war ja auch, weil das 24 Stunden lang diese Bilder immer und immer wieder über den Bildschirm liefen, die Leute wie gefesselt da dran hingen. Gleiches bei John F. Kennedy, dass es davon Bilder gab. Ich weiß gar nicht, wann dieser Film raus, dieser Super 8-Film war das ja, glaube ich. Dieser Zapruder-Film oder der andere? Der kam, glaube ich, aber erst viel später nach der Tat irgendwie an die Öffentlichkeit, meine ich. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, oder auch Lady Di, ich möchte nicht wissen, wie viele dieser komischen Topf aus Gold-Zeitschriften, Bild der Frau und so weiter, das im Grunde genommen mit verstärkt haben auch und vielleicht selber Verschwörungstheorien mit befeuert oder sogar abgedruckt haben, kann ich mir in dem Zusammenhang auch sehr gut vorstellen, weil die auch sehr gerne einfach Fake News produzieren in dem Zusammenhang. Ja. Also ich glaube, Medienberichterstattung und Verschwörungstheorie an sich gehen grundsätzlich immer Hand in Hand. Und auch wenn viele ja so, ich sage mal in Anführungszeichen, diese Lügenpresse und so weiter, könnten sie ohne diese Medien ja eigentlich auch nicht existieren. Also sie nähern sich ja schon so davon und auch gegenseitig so ein Stück weit. Ja. Ja, also ich glaube, es sind natürlich immer neue Medien, die da eine Rolle spielen. Also ich glaube, beim 11. September, dieser Film Loose Change, ich glaube aus dem Jahr 2006, das war ein YouTube-Film, so ein Amateurfilm, 2 Stunden lang. Der ist, also du schaust den an und denkst dir, das gibt's doch nicht. Diese Arschlöcher, ja. Mhm. Also ich habe den damals gesehen und dachte mir, das gibt's doch nicht. Ja? Und der ist irre gut gemacht. Das muss man wirklich sagen. Das ist einfach ein total gut gemachter Film. Und ich glaube, dass da tatsächlich einfach immer neue Medien eine Rolle spielen, sicherlich. Und ich glaube aber auch, dass man auch ein bisschen gucken muss, ich habe ja vorher das Internet so ein bisschen verteidigt, dass man da trotzdem nicht unbedingt so eine Naturgewalt drin sieht, dass das quasi immer wieder mit neuen Medien und dann wird das schlimmer und so. Also es gibt dieses sehr gute Buch von Michael Butter über Verschwörungstheorien, Amerikanist aus Tübingen, glaube ich, der zum Beispiel sehr schön darlegt, dass früher Verschwörungstheorien weit verbreiteter waren als heute. Und sogar Leute wie Abraham Lincoln krasse Verschwörungstheoretiker waren und sowas. Ich glaube, dass da auch was dran ist. Meine Sorge ist tatsächlich nur eher, dass sich diese Theorien
ein bisschen verändern, eben, dass die so nah an uns ranrücken. Wobei man natürlich auch sagen muss, viele dieser Theorien, die man früher vielleicht als harmlos gesehen hat oder die ich, glaube ich, sogar noch vor 15 Minuten als harmlos dargestellt habe, so harmlos sind die dann zum Teil auch nicht. Also nehmen wir mal die Alien-Geschichte. Also klar, klingt irgendwie erstmal harmlos, ob Leute daran glauben, ob Aliens auf der Erde sind oder nicht. Aber Timothy McVeigh, das war der Mensch, der in den 90er Jahren, das war so ein Miliztyp, der hat dieses Regierungsgebäude in Oklahoma in die Luft gesprengt. Das war ein ganz furchtbarer Terroranschlag mit, ich glaube, 160 Toten. Und von diesen Toten waren 30, glaube ich, unter 4 Jahre, weil sich in diesem Gebäude ein Kindergarten untergebracht. Und dieser Timothy McVeigh war großer Alien-Gläubiger. Und bei ihm hat das dazu geführt, dass das seinen Hass auf die Regierung gesteigert hat, weil er gesagt hat, die Regierung verschweigt uns was. Also das ist dann dieser Strang des so dieser libertären Verschwörungsideologie. Also wir sehen eben, dass sogar eben solche Dinge, ja, wo man sagen kann, ja, eigentlich kann es ja egal sein, ob es jetzt Alien gibt oder nicht, und die einen glauben daran, die anderen halt nicht, sogar das kann ziemlich toxisch sein. Mhm. Übrigens, nur um dieses Kapitel mal abzuschließen, Timothy McVeigh war dann im selben Gefängnis untergebracht wie der Juna-Bomber und wie der Attentäter auf das World Trade Center, allerdings nicht vom 11. September, sondern es gab ja, ich glaube 92 oder sowas, auch schon mal ein Attentat aufs World Trade Center, eine Bombe in einem Lieferwagen unten. Und dann hingen diese drei Typen immer zusammen im Knast ab. Und der vom World Trade Center wollte Timothy McVeigh sogar noch überreden, zum Islam zu konvertieren. Hat Timothy McVeigh dann nicht gemacht und wurde dann hingerichtet. Also, dass da eben das vielleicht auch nochmal als Disclaimer, nicht, dass hier jemand sagt, der Schiffer sagt hier irgendwie, ist alles total harmlos mit den Aliens. So einfach ist es natürlich nicht. Aber nochmal zurück zu diesem eben, klar, Medien spielen eine Rolle, Verschwörungstheorien waren also, aber... Da noch ganz wichtig, nicht, dass das sozusagen an mir haften bleibt. Ich habe nicht gesagt, dadurch wird alles schlimmer, sondern ich habe gesagt, Medien und Verschwörungstheorien gehen immer Hand in Hand. Also weil sie voneinander profitieren. Ob das jetzt in einer Spirale höher wird, weil alles sich ausdifferenziert, keine Ahnung, lasse ich mal so da stehen, weil mit jeder Meinung kommt ja sofort auch eine Gegenmeinung. Also es wird eher vielfältiger letztendlich, auch mehr Widerspruch und so weiter. Aber ich glaube, dass diese enge Bande letztendlich besteht, dass beide voneinander ein Stück weit auch profitieren und beide sich aber auch voneinander abgrenzen wollen. Ja, ich glaube aber auch, weil, also es ist ja so, dass Verschwörungsideologen immer dieses cui bono fragen. Also wer profitiert, ja? Also die gucken sich ja immer so die Welt an und gucken mal, wer profitiert. Also jetzt Corona, da profitiert jetzt vielleicht Bill Gates oder sowas, was wahrscheinlich gar nicht stimmt, aber wurscht. Und dann ziehen die da so eine Linie. Und viel interessanter wäre es ja mal zu gucken, wer profitiert eigentlich von den Verschwörungstheorien. Mhm. Ja, weil natürlich ist das auch ein Geschäftsmodell. Der Kopp-Verlag, also ich kriege ja permanent irgendwelche E-Mails von Leuten, die sagen, ich krieg irgendwie Schecks vom Mossad und von weiß nicht wem. Ich kann nur sagen, schön wär's. ich krieg sehr viel weniger Geld als die ganzen Leute, die Verschwörungstheorien verbreiten. Aber was ich damit sagen will, das ist natürlich genau so ein Punkt, den du ansprichst. Verkauft sich natürlich gut. Natürlich ist das viel aufregender, einen Film zu machen, dass der 11. September eine Verschwörung war, als irgendwie einen Film zur Aufklärung zu machen oder was weiß ich. Es packt die Leute, es bietet ihnen Halt und auch eine Möglichkeit zur Identität. Ja? Also Verschwörungstheorien bieten Welterklärung an und ein Identitätsangebot. Und damit kann man auch zum Geschäftsmodell machen. Und ja, ich habe ja viel recherchiert in diesen Gruppen. Und da gab es eine Sache, die mich wirklich ein bisschen traurig gemacht hat. Ich komme ja aus so einer Arbeiterfamilie und ich war in diesen Gruppen unterwegs von zum Beispiel Reichsbürgern und so. Und ich habe dann mal eine Frage gestellt, nämlich: Was würde denn passieren, wenn Angela Merkel morgen sagt, ihr habt alle recht gehabt, Deutschland ist eine GmbH? Ja. Weil mich hat einfach interessiert,
um was geht es denen eigentlich? Also geht es jetzt um die Verbesserung von Lebensbedingungen? Weil angenommen, wir wären eine GmbH, dann, also klar, es geht vielen Leuten schlecht in Deutschland, aber es geht uns immer noch besser als sehr vielen anderen Ländern. Und da müsste man ja eher anderen Ländern empfehlen, es vielleicht auch mal mit einer GmbH zu probieren. Aber mir ging es um die Frage einfach so, um was geht's euch denn eigentlich? Und dann habe ich halt nur diese Frage gestellt und dann haben 200 Leute innerhalb von einem Tag drunter kommentiert und niemand hat diese Frage beantwortet, sondern alle haben nur gesagt, warum Deutschland eine GmbH ist. Mhm. Und da merkt man dann, und das ist dann das Verstörende, dass da eben so viel, und in diesen Gruppen, das war auch noch zur Zeit von diesem Bitcoin-Hype, sind die ganze Zeit Leute umhergezogen, die irgendwelchen Leuten windige Bitcoin-Deals anbieten wollen und passives Einkommen, dieser ganze Scheiß. Mhm. Und das ist halt so das Ding. Also wenn wir über Verschwörungsideologie sprechen, dann sprechen wir nicht nur über ein Phänomen, das einfach gefährlich ist in Form von Gewalt, sondern es ist auch extrem anti-emanzipatorisch. Und auf der anderen Seite sind dann eben Leute, die sich da auch dann die Taschen füllen mit ihrem Scheiß. Und das ist etwas, das ist echt, das ärgert mich. Deswegen ärgert es mich, muss ich sagen, trotzdem immer wieder, auch wenn ich sowas andauernd bekomme, ärgern mich auch diese Nachrichten, wenn ich die bekomme mit so, stehst hier auf der Payroll von Mossad und von 8000 anderen Organisationationen. Weil da dieses Anti-Emanzipatorische auch so durchscheint für mich. Ja, also das ist tatsächlich auch was mir auffällt. Dann würde ich gern tatsächlich noch ein paar Gedanken zum Thema Vergleich zur Religion verlieren, weil da bin ich nicht ganz so einverstanden, was du am Anfang so sehr schnell rausgehauen hast, dass es da keine Verbindung gibt. Aber erstmal zu diesem, was ich auch interessant finde, neben diesem Geschäftsmodellaspekt und so weiter, ist ja, dass diese Verschwörungstheoretiker, Mythiker, wie man sie auch immer nennt, Ideologen. Ideologen finde ich an dem Punkt sogar passend, weil es sehr dogmatisch ist. Darauf will ich nämlich eigentlich hinaus, dass sie ständig alles und jeden hinterfragen, aber nicht sich selbst. Ja, und das ist der große Widerspruch. Wirklich, das finde ich super interessant. Und da kann man das auch machen. Das ist der Kern, ist der Kern von allem, lieber Patrick, weil die verbinden zwei Dinge, die eigentlich nicht miteinander verbunden werden können, nämlich radikale Skepsis mit einer Art naiven Kinderglauben, wenn es um die eigenen Theorien geht. Und ich werde ja oft gefragt, hey, wo beginnt denn die Verschwörungstheorie und wie sollen wir jetzt damit umgehen und was machen wir in der Gesellschaft? Und ich sage immer, hey, sorry, das Minimum, auf das wir uns einigen müssen, ist, wenn kritisches Denken, dann kann es hier keinen Weltenschutz geben für Verschwörungstheorien. Ja, also das können wir dann nicht machen, dass wir dann irgendwie hier sagen, hier ist dann aber die Extrawurst. Mhm. Ja, weil natürlich kritisches Denken ist wichtig, aber man darf dann nicht ausgerechnet bei den Verschwörungstheorien damit aufhören. Das ist übrigens auch die Frage kommt natürlich auch 8000 Mal immer wieder, weil wie geht man mit Verschwörungstheoretikern um und wie kann man mit denen reden? Das ist übrigens etwas, was man wirklich probieren kann. Also, dass man die Leute schon auch packt bei ihrem eigenen kritischen Verständnis, weil viele von denen sehen sich ja unglaublich kritisch. Und dann hat man das so ein bisschen auf der Augenhöhe. Ja, wenn man auch mal von denen verlangt oder einfach die mal auffordert, okay, geh doch mal kritisch mit diesen ganzen Theorien um. Ja, weil dann haben die auch quasi, dann ist das nicht so von oben herab und können sich da selber auch ein bisschen was erarbeiten. Mhm. Absolut. Also ich habe immer so das Gefühl, das sind schon oftmals, ich sag mal, das ist eigentlich ganz gutes Rohmaterial für Wissenschaft. Sie sind dann nur falsch abgebogen, so ein bisschen. Weil da musste ich dran denken, hast du halt diese Netflix-Doku gesehen über die Flat-Earth-Bewegung? Nee. Die dann tatsächlich, da gab es da eine Gruppe von Flat-Earthern, die tatsächlich dann naturwissenschaftliche Experimente machen wollten, um zu widerlegen, dass die Erde eine Kugel ist, was aber ihnen nicht gelungen ist. Und sie hatten dann plötzlich so ganz kurz die Erkenntnis, so, hä? Aber das kann doch nicht sein. So, sie haben sozusagen wissenschaftlich gearbeitet selber, waren dann selber von der Erkenntnis überrascht, weiß dann nur nicht, wie sie dann sozusagen, ob sie dann davon abgelassen haben, weil eigentlich hätten sie, weil sie haben damit sauber falsifiziert, dass die Erde eine Scheibe ist, naturwissenschaftlich gesehen. Wahrscheinlich haben sie irgendwann wieder einen Spin gefunden, vielleicht hat es auch ein paar überzeugt. Aber diesen Moment, wo ich dachte, ja, das ist eigentlich der richtige Ansatz. Also Leute, wenn ihr euch mit diesen Themen befasst,
macht es doch wenigstens wissenschaftlich. Und vor allen Dingen das, was Karl Popper ja fordert, ist nicht nur Theorien, die man aufstellt, die falsifizierbar sein müssen, sondern er fordert ja auch auf, diejenigen, die Theorien aufstellen, dass sie ihre eigene Theorie als allererstes in Frage stellen und nicht die Theorie der anderen. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, dass sozusagen, ich habe ja nichts gegen Verschwörungstheoretiker, wenn sie sich aber letztendlich im Kern, also erst dann ist es für mich auch ernstzunehmend, weil natürlich gibt es, ich sag mal, sehr krude Begebenheiten. Man denke jetzt nur an, wie hieß dieser große Finanzsteuerskandal, von dem ich jetzt schon wieder den Namen nicht weiß, die Panama Papers. Panama Papers und Cum-Ex und Cum-Cum. Genau, also das ist mal eine Verschwörung, die sich lohnt. Und das ist ein riesiger Komplex, den sich mal auseinanderschrauben sich lohnt. Und da eben wissenschaftlich anzusetzen und wenn man schon sowas in die Welt bläst, als erstes mal selber zu überprüfen, ist das, was ich da in die Welt jetzt blase, auch wirklich richtig oder klapper ich nur was nach, erfinde ich was hinzu und so weiter und so fort. Das ist wirklich der Unterschied an der Stelle. Ja, Patrick, jetzt komm mal mit der Religion. Achso, die Religion, ja. In der Tat, also ich versuche jetzt mal den gemeinsamen Kern rauszuarbeiten, den ich da sehe. Also Religion ist etwas, was, sag ich mal, soziale Gemeinschaften stiftet. Ich glaube, diese Rolle erfüllen Verschwörungstheorien auch. Also es gibt Communities drumherum. Also es gibt Prediger. Es gibt Prediger. Es gibt auch fast so etwas wie heilige Bücher. Es gibt wahrscheinlich Rituale. Die gibt's auch, ja. So. Also das ist schon mal sozusagen gegeben, dieser Gemeinschaftsaspekt. Dann natürlich diese Fragen nach dem, was steckt dahinter? Ja, woher komme ich, wohin gehe ich? Also die Fragen, die metaphysischen Fragen, mal sind es tiefere metaphysische, manchmal sind es halt eher banalere Fragen, wie woher kommt ein Coronavirus? Aber im Grunde genommen sind es alles Sinnfragen. Suche nach Sinn. Und Religion gibt mir immer eine klare Antwort. Egal, ob die stimmt oder nicht. Es sind Geschichten, also auch das, was im Alten Testament, im Neuen Testament. Übrigens, das Alte Testament ist auch wesentlich durchdrungener mit dem Bösen, was du ja so ein bisschen vorhin ausgeklammert hast. Die erzählen doch nur gute Sachen. Da würde ich das meine ich nicht. Deswegen wollte ich es nochmal thematisieren. Also nicht, dass das also ich glaube, das wurde ich verstanden. Ich glaube, dass die Parallelen sehr, sehr weit gehen zwischen Religion und Verschwörungsglauben. Sie sind nur nicht ganz deckungsgleich. Nee. Zu den Parallelen, also was übrigens ein Indiz ist, wir haben in Deutschland zum Beispiel ein Riesenproblem. Wir haben viel zu wenig Stellen, an die sich Angehörige wenden können, wenn sie das Gefühl haben, dass Familienmitglieder in diese Welt abgleiten. Und die einzigen, die sich darum kümmern, sind die Sektenberatungsstellen. Mhm. Ja? Also wer das Gefühl hat, mein Großonkel gleitet in so eine komische Welt ab und erzählt nur noch was von Impflüge und Chemtrails und irgendwelchen Blutkinder und weiß nicht was. Und liest mir die ganze Zeit den Telegram-Kanal von Attila Hildmann vor, der sollte sich an eine Sektenberatungsstelle wenden. Mhm. Und ich glaube, dass das kein Zufall ist, dass das bei der Sektenberatungsstellen dort sehr gut behandelt wird und beziehungsweise dass auch der richtige Ort ist. Die Julia Silberberger selber, die den goldenen Aluhut gegründet hat, super Frau, großartige Expertin auf diesem Gebiet, Verschwörungstheorien, die auch große Verdienste hatte, die war selber in der Sekte, also die war Zeugin Jehovas und die sagt, die Parallelen sind eklatant. Mhm. Ja, ich glaube trotzdem, und da muss man dann natürlich unterscheiden, geht es um eine Sekte, aber geht es jetzt so um die Religion, wie sie, glaube ich, schon, also wie gesagt, ich bin religiös unmusikalisch, aber wenn ich mir so religiöse Menschen jetzt in meinem Umfeld irgendwie angucke, für die ist der liebe Gott jetzt schon irgendwie was Gutes. Und da ist eben diese Welt hinter der Welt was Gutes. Und ich habe aber noch nie einen Verschwörungstheoretiker oder Gläubigen getroffen, der gesagt hat, die Verschwörungstheoretiker, die NWO, die jüdische Weltverschwörung, keine Ahnung, die Bilderberger, Bill Gates, das ist gut, sondern das ist das abgrundtief Böse. Und darum ging es mir. Ich habe den Gedanken tatsächlich aus einem Buch, Verkappte Ideologien heißt das, aus den 20er Jahren. Ein Buch, das niemand kennt außer ich und das Quariat gibt.
Aber dass mir sehr imponiert hat vor, also als ich es mal gelesen habe. Und ich finde das plausibel. Und das heißt nicht, dass es trotzdem nicht zu 90% oder zu 80% da Überschneidungen gibt. Das heißt nur, dass es, glaube ich, aber trotzdem eben an einer Stelle, und die ist, glaube ich, wesentlich, wenn man beide Phänomene nebeneinander legt, da ein Unterschied. Also jetzt nicht bei Sekten, aber bei vielen Formen, wie Religion ausgeübt. Ja, also ich sehe durchaus sozusagen den Unterschied, dass zumindest viele Religionen mir ein positives Angebot machen, wie ich mit der Welt leben sollte. Aber gleichzeitig möchte ich natürlich auch betonen, dass im Namen der Religion unfassbar viele Menschen einfach abgeschlachtet worden sind, weil man meinte, man hätte die bessere Religion als der andere. Also das Böse ist da noch tief auch in der Umsetzung mit drin, wie bei vielen anderen großen Ideologien vom Nationalsozialismus über den Kommunismus etc., zumindest wie es praktiziert wird. Und das finde ich eigentlich schon wieder den spannenden Aspekt, zu sagen, wenn man Verschwörungstheorien als eine Art Weltdeutung sehen würde, also eigentlich eine Art und Weise, mit der Komplexität klarzukommen, mit den Widersprüchlichkeiten, das ist ja so ein bisschen das Hauptproblem. Wir lernen ja nicht nirgendwo und schon gar nicht in der Schule, weil Schule ist eigentlich auch so eine Institution, die uns eher lehrt zu unterscheiden, was ist wahr und falsch. Und es gibt eigentlich immer nur eine Antwort und die andere fällt dann weg. Aber dass die Welt voller Widersprüche ist und dass man diese Widersprüche überhaupt mal aushalten lernen muss, das wird uns ja kaum beigebracht, sondern wir versuchen das ja alles in diese Schubladen und Weltdeutungen reinzupacken. Letztendlich. Ja, ich glaube, es wird uns da viel nicht beigebracht, was vielleicht im Kampf gegen Verschwörungstheorien hilfreich wäre. Also es wird uns ja zum Beispiel auch nicht beigebracht, wie Wissenschaft funktioniert. Ne? Ja. Oder wenig oder eigentlich gar nicht. Also dass das auch eben diese Nichterkenntnis dieses Scheitern, dieses eben Falsifizieren, dass das eben der Treiber ist von Erkenntnis und solchen. Überhaupt dieses Erforschen, weil es ist letztendlich eine Reproduktion von Wissen, wenn man so will. Also das heißt, man kommt gar nicht in der Schule in großartigen Versuchen. Natürlich gibt es Ausnahmen und so weiter, aber man kann, glaube ich, verallgemeinern formulieren, dass Schule eigentlich erstmal ist ein Eintrichtern von Wahrheiten. Und die gilt es zu reproduzieren, dann kriegt man eine gute Note. So, aber mal grundsätzlich zu hinterfragen, schwierig. Oder wissenschaftlich zu arbeiten. Das bisschen Bittere ist, lieber Patrick, dass auf dem Event von David Icke auf genau das gesagt wurde. Genau das hat er gesagt. David Icke, muss man vielleicht erklären, ist der Typ, der diese Theorie, also das kann man wirklich nicht mal als Theorie, sorry, die Erzählung in die Welt gesetzt hat, wonach viele führende Politiker und Politikerinnen Echsenmenschen sind, also Reptilien-Videos auf YouTube, wo dann das Video verlangsamt wird und dann dreht sich Hillary Clinton um und dann so im achten Frame, weil es da irgendeinen Glitch gibt und drei Pixel sich verschieben und dann die Pupille plötzlich so waagerecht aussieht, heißt es dann, es ist ein Reptiloid. So das, darum geht's. Und als wir bei dem waren, der hat ja einen 8-stündigen Vortrag gehalten mit PowerPoint-Präsentation, aber nicht irgendeine PowerPoint-Präsentation, sondern die Mutter aller PowerPoint-Präsentationen, alle 8 Sekunden eine Folie. Und er hat durchgeredet und kam irgendwie zu den Echsenmenschen, glaube ich, erst nach 6 Stunden. Aber wieder hat es immer so gemacht, dass er erstmal so einen Allgemeinplatz in die Welt gesetzt hat, wo man immer zugestimmt hat. Und dann halt irgend so ein freshes Zitat. Und dann irgendwie ging's ein bisschen tiefer in den Kaninchenbau. Und womit er angefangen hat, war natürlich mit der Aussage, unser Bildungssystem bereitet unsere Kinder nicht auf die Zukunft vor. Und reproduziert nur vorhandenes Wissen. Ja? Vielleicht sollte ich mir da auch nochmal, also wenn das Geschäftsmodell nicht so lukrativ ist, ja, ich bin gerne Geschichtenerfinder und Erzähler, vielleicht eröffnet mir das jetzt ganz neue Perspektiven. Nein, aber worauf wollte ich eigentlich ursprünglich hinaus, also Wissenschaft, Lerne hinterfragen etc., Religion war noch, glaube ich, der Punkt. Ich weiß nicht, ich habe jetzt den Faden verloren. Weißt du noch, wo ich stehen geblieben bin? Nee. Nö, aber vielleicht machen wir einfach ein neues Kapitel auch. Genau, ich würde einfach mal, weil ganz viele Leute hier, ich würde tatsächlich mal eine Chatrunde machen. Wir haben ja jetzt viel geredet. Wie viele Leute haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt 50.
Na gut. So. Und ich gehe mal so ein bisschen durch. Also erstmal an Videogold. Du schreibst hier ganz viel Text und schickst ganz viele YouTube-Links. Können wir hier nicht angucken. So, können wir nichts dazu sagen. Ich kann nichts dazu sagen zu Immanuel Wallerstein, Professor an der Yale-Universität. Würde ja zu weit führen. Gucke ich mir vielleicht später an, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Trotzdem scheinst du ja sehr engagiert zu sein, was die Thematik angeht. So, dann bla bla bla. Das sind alles so, hallo. Das Thema Verschwörungstheorien, Verschwörungsglauben, moderne Formen von Religion und Aberglaube haben wir ja auch gerade so ein bisschen thematisiert und geklärt, oder einigermaßen zumindest. Die Begrifflichkeit Verschwörungstheorie oder Verschwörungsmythos hatten wir. Dann 8 Watt möchte Orgone zum halben Preis verkaufen. Es fehlt aber noch der Affiliate-Link. Während sich Gaggert sich ein Adrenochrom-Spritz zubereitet. Sehr schön. Also das heißt, Humor, also das wäre vielleicht nochmal ein großen Themenblock, wie geht man damit um? Aber ich gucke hier, also kannst du ja schon mal überlegen, aber ich gucke hier mal, also hilft Humor dabei, ist das eher zuträglich, kann man Leute überhaupt noch überzeugen, dann nicht mal, ist es sinnlos, das zu machen? Mach dir da schon mal Gedanken, ich gucke hier nochmal weiter im Chat. Genau, hier J. Rü schreibt, mir wurde es in einem Seminar so definiert, dass es bei Sachen wie Flacherde etc. um Verschwörungsglauben geht. Theorien müssen belegbar sein, Popper und so weiter. Ist ein guter Argument. Verschwörungsglaube finde ich nicht schlecht. Ist auch wieder die Schnittmenge zur Religion. Also vielleicht ist das der Kern, der Schnittkern, dieser Glaube an etwas, was nicht A, beweisbar ist, was mir aber, was manchmal ganz fantastisch ist, also so ein Teufel mit Hörnern, der so beschrieben wird. Und übrigens, was ich gesehen habe, Attila Hildmann bezieht sich jetzt sehr stark aufs Christentum, weil er jetzt aus der Bibel zitiert und damit beweist, dass Bill Gates, der Satan ist. Ja, aber das ist natürlich, da merkt man aber auch sehr stark so diesen amerikanischen Einfluss, ne? Also in den USA, da sind halt diese ganz, also gerade so Satanismus-Verschwörungstheorien sind da mega en vogue. Das haben wir auch gesehen bei Pizzagate übrigens. Also dieses ganze Ding, Leute trinken das Blut kleiner Kinder und so weiter. Das war ja schon bei Pizzagate ein Ding, das ist ein Satanisten- und Pädophilenring. Und Satanismus spielt so, also generell, weil christlicher Fundamentalismus in den USA eine viel, viel größere Rolle spielt als hier, spielt natürlich dort in der Verschwörungsszene auch eine größere Rolle. Genauso übrigens wie der libertäre libertäre Verschwörungsideologie. Und es ist noch viel älter, weil es natürlich ins europäische Mittelalter, weil natürlich die Europäer eingewandert sind in die USA und das mitgenommen haben, nämlich diese jüdische Brunnenvergiftung. Aber ich glaube, auch da war schon Juden ermorden Kinder und trinken Blut und so weiter. Also diese Urquelle. Ja, das war da alles schon da. Aber das ist natürlich etwas, und da merkt man halt diesen QAnon, also das ja eine amerikanische Verschwörungstheorie ist eigentlich ursprünglich, wo das alles eine Rolle spielt. Und das hat halt massiven Einfluss auf Attila Hildmann. Und das ist eigentlich der Link. Ja. Und das mit der Brunnenvergiftung, das stimmt natürlich. Trotzdem kann man auch nicht beliebig den Beginn von Verschwörungstheorien insgesamt in der menschlichen Geschichte nach vorne verlegen. Eben auch wegen Gott. Ne? Also es ist schon so, dass Verschwörungstheorien eher ein Phänomen der Aufklärung sind, weil zur Verschwörungstheorie ist die Voraussetzung überhaupt der Glaube daran, dass der Mensch die Geschichte macht und nicht Gott. Mhm. Ja. Also früher konntest du halt, das ist das halt, also erst quasi mit der Vorstellung, dass der Mensch die Geschichte macht, können Menschen überhaupt dann auch Verschwörungen also kommen dann die Verschwörungstheorien auch. An der Stelle J. Rü oder J. Rü schreibt, da muss ich Christian widersprechen, und zwar an dem Punkt, wo du gesagt hast, Religion bietet auch was Gutes an, Verschwörungstheorien so gut wie gar nicht oder gar nicht, schreibt er, es gibt doch mehrere Verschwörungstheorien-Komponenten, welche die guten Gruppen beschreiben, zum Beispiel die Arier als außerirdische Rasse, die Aldebaraner, man denke an Axel Stoll,
und so weiter, die das verschollene Atlantis, also irgendwelche gegen, was weiß ich, gibt es kein Gegenmodell zum Echsenmensch? Also beim Echsenmenschen weiß ich das tatsächlich nicht. Aber müsste ich mich echt nochmal damit beschäftigen. Aber ich hatte immer den Eindruck, dass es eigentlich so mit eigentlich immer eher so ein Negativding ist. Ich finde das jetzt auch zum Beispiel bei Corona so massiv und so sichtbar. Also ich glaube, da ist es natürlich so, dass die wiederum die Überschneidungen zum Bereich der Esoterik, ja, das ist ja dieses alte Rarana, das ist ja Stoll und so weiter und so fort, die gibt es natürlich dann auch im verschwörungstheoretischen Milieu sehr, sehr stark. Und da sind wir dann wiederum bei der Religion sehr stark. Ja? Also wenn wir uns diesen ganzen esoterischen Kram. Jetzt fiel mir auch ein, auf welchen Punkt ich vorhin hinaus wollte mit Religion und Verschwörungstheorien. Es ist für mich sozusagen, wenn wir das nochmal festhalten, der gemeinsame Punkt, genau da bin ich nämlich stehen geblieben. Also gemeinschaftsfördernd, identitätsstiftend. Dann so dieses Thema komplexitätsreduzierend, also Dinge einordnen können, mit den Mysterien der Welt, des Lebens und so weiter umgehen zu können, auch Widersprüchlichkeiten auszuhalten. Auch das war ja immer, das ist ja die große religiöse Frage dann irgendwie, wenn ein Kind verstorben ist, was vor vielen hundert Jahren gar nicht so ungewöhnlich war, dann war das halt Gottes Wille. So, dann war das nichts Wissenschaftliches oder Tragik oder Zufall, sondern es wurde dem einen Sinn gegeben und es hat Menschen halt funktionell geholfen, besser durchs Leben zu gehen im Zweifel. Und das, wenn man sagt, das haben Verschwörungstheorien gemeinsam, also wenn wir jetzt nochmal Corona hernehmen, Corona war für alle mehr oder minder ein großer Eingriff in unsere Normalität. Es hat unsere Normalität von heute auf morgen über den Haufen geworfen. So. Jetzt ist aber dann die Frage, wie gehen jeweils Menschen genau mit dieser Situation um? Es gab Menschen, die können das sogar irgendwie genießen, sag ich mal. Also die profitieren sogar davon, weil sie sagen, okay, ich kann mal endlich so ein bisschen entschleunigen. Ich habe eigentlich einen Job, der relativ safe trotzdem ist und so weiter. Ich muss vielleicht nicht viel Angst haben, Risikogruppe. Dann gibt es natürlich Menschen, die absolute Panik haben, die vorher vielleicht schon Zwangsneurotiker waren und so weiter, die jetzt plötzlich so den Beweis bekommen, siehste, all das Händewaschen vorher war doch gut begründet und so weiter. Da ist ja wirklich was dran. Dann gibt es die Leute, deren Existenz wirklich komplett auch über den Haufen geworfen worden sind. Also die ganze Gastro-Szene, alle Leute, die davon abhängig waren, die Solo-Selbstständigen etc., die plötzlich von heute auf morgen vor dem Nichts stehen und die nun damit umgehen müssen und eine Strategie finden müssen, wie sie jetzt mit diesen Beschränkungen leben, die von einem Staat natürlich letztendlich angeordnet werden, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Die können jetzt entweder sagen, sie leugnen das Thema. Das ist so klassischer Umgang mit kognitiver Dissonanz. Ja, also ich muss da irgendeinen Weg für mich finden, damit umgehen zu können. Also entweder ich leugne etwas oder ich bekämpfe etwas oder ich füge mich dem und akzeptiere das sozusagen. Und ich glaube, das sah man an dem Punkt sehr schön, wie sich das so aufspaltete in Umgangsweisen. Und solange das jeder für sich so ein bisschen tut, und das ist für mich bei der Religion das Gleiche, Religion ist sowas wie Privatsache, wenn jeder sein Weltbild sozusagen, wenn es ihm gut tut, dann ist es doch völlig okay, dann soll das so sein. Problematisch wird es, und das hattest du ja ganz am Anfang gesagt, wenn das so hingehend kippt, dass Gewalt gegenüber einem anderen angewendet wird, wenn Menschen ermordet werden, wenn Menschen allein schon mit Mord bedroht werden, etc. pp. Also wenn es in die Lebenswelten der anderen Menschen hineingreift, und zwar übergriffig. Und bei Corona haben wir halt so diesen Zwischenfall, würde ich mal fast sogar sagen, weil natürlich mit so einer Demonstration, das ist schon ein bisschen mehr als eine Provokation, weil es natürlich im Sinne dieser Pandemieregelung ja wiederum ein Eingriff ist in die Gesundheit der anderen, so ein Stück weit. Was ich aber eigentlich damit sagen will, und das
ist ja auch die Frage bei Religion. Religionsfreiheit ist nur dann sinnvoll, wenn die Religion sich genauso freiheitlich den anderen Religionen verhält. Also nicht sagt, ich bin die bessere und die andere gehört ausgelöscht oder missioniert oder sowas. Dann komme ich damit sehr gut klar. Dann kann jeder glauben, was er will. Problematisch wird es dann, wenn man versucht, sozusagen die Freiheit des anderen so massiv einzuschränken, zu bedrohen, das Leben der anderen zu bedrohen. Wie würdest du das sehen? Ist das bei dir so ähnlich, diese Grenze zu ziehen, zu sagen, entweder alle Verschwörungstheorien sind gefährlich oder gibt es tatsächlich so eine Abgrenzung, deiner Meinung nach? Naja, die Frage ist halt, inwieweit das möglich ist. Also, weißt du, wenn du über diese, also in diesen ganzen Verschwörungsforen begegnet dir ein Satz immer wieder. Und das ist der Satz von Bertolt Brecht, der da lautet, wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Übrigens auch bei diesem Wolfgang P., der den Polizisten erschossen hat. Mehrmals. Und das Facebook-Profil von ihm ist noch online. Und das ist ja das Gefährliche an Verschwörungstheorien. Ja, also der Typ, der da in Christchurch 60 Menschen ermordet hat, die da irgendwie gebetet haben, der hat an die Verschwörungserzählung geglaubt des großen Austausches, ja, also wonach die Weißen ausgetauscht werden sollen gegen Länder andere Hautfarben. Und da, das Gefährliche daran ist eben genau, wenn Unrecht zu Recht wird, Widerstand zur Pflicht, dass die sich halt wähnen im Widerstand und dann quasi das Ermorden von 60 Menschen plötzlich ein Akt der Notwehr wird. Ja, und auch bei den Nazis haben ja Verschwörungsideologien eine sehr, sehr große Rolle gespielt, insbesondere als es um den Holocaust ging. Und auch dort war das ja alles quasi, die industrielle Ermordung der europäischen Juden, war ja nur Notwehr. Ja. Und das ist halt etwas, was, glaube ich, so bei diesen Verschwörungsideologien sehr, sehr oft eine Rolle spielt. Und das macht das halt so gefährlich. Ja. Und da klar, da kann man natürlich dann immer sagen, also wahrscheinlich ist sowas wie die Ideologie, also die Verschwörungstheorie des großen Austausches schon gefährlicher als, was weiß ich, mir fällt jetzt irgendwie gerade kein schönes Beispiel ein. Aber das ist halt etwas, was ein Wesenskern vieler Verschwörungserzählungen ausmacht. Mhm. Der Typ, der da in Halle da an der Synagoge nur von der Tür abgehalten wurde, da ein Blutbad anzurichten, der beginnt sein Video mit, klar, ich bin Anon, weil er aus diesem Chan-Foren kam und das Erste, was er sagt, ist, der Holocaust hat nicht stattgefunden und die Juden haben hier die Macht. Also das ist halt so ein Ding. Und dann ist natürlich so, dass Verschwörungsideologien, und deswegen werden sie ja so gerne von Populisten benutzt, immer eine Zuschreibung kam auf eine bestimmte Gruppe. Also wir erinnern uns an den Anfang dieses Gesprächs, wo ich gesagt habe, Verschwörungstheorien ist der Glaube daran, dass hinter einem negativen Ereignis oder einem negativen Zustand Einzelpersonen oder eine Gruppe steckt. Das ist natürlich etwas für Populisten, die ja Probleme haben, abstrakte Machtverhältnisse oder komplexe gesellschaftliche Verhältnisse darzustellen oder abzubilden oder damit zu arbeiten oder ein Angebot dafür zu machen, das ist für die natürlich dann höchst willkommen. Es gibt keinen, also jeder Autokrat, also man denke an Putin, an Erdogan, alle arbeiten sie mit Verschwörung, also an Trump natürlich. Trump, seine Karriere basiert maßgeblich auf einer Verschwörungserzählung, nämlich er war ja sogenannter Börser, also das waren ja die Leute, die geglaubt haben, dass Barack Obama kein Amerikaner sei. Das hat überhaupt erst seine politische Karriere befördert, ja. Und das ist natürlich etwas, was da, also diese Möglichkeit der Personalisierung ist etwas, was natürlich Populisten unglaublich in die Hände spielt. Und auch das sieht man dann. Ja? Weil natürlich ist es sehr viel einfacher, Bill Gates oder weiß nicht was für Corona verantwortlich zu machen, als die Mutter Natur zum Beispiel. Ja. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, was du gerade sagst, sind ja tatsächlich vor allen Dingen auch im politischen Betrieb, aber vielleicht auch im religiösen Betrieb, wo es um Konkurrenz geht,
tatsächlich muss ich so an das Thema Macht und Machtkämpfe denken. Und ich muss tatsächlich auch daran denken, man müsste sich auch nochmal genauer angucken, das sind jetzt keine komplexen Verschwörungstheorien, aber oftmals hatte ich auch das Gefühl, wenn ich so politische Auseinandersetzungen, gerade auch, sag ich mal, in meiner Jugendzeit, die ja schon sehr populistisch gestrickt waren. Also damals, man erinnert sich, gab es noch eine klare Abgrenzung der SPD von der CDU, man mag es kaum glauben. Da gab es die berühmte Rote Sockenkampagne eines Peter Hinze. Aber so wir hatten natürlich damals noch ein 3- oder gerade mal 4-Parteien-System. Ne? 94, Rote Sockenkampagne war 94, da waren die Grünen, die waren ja 90, glaube ich, rausgeflogen, oder? Möglich. Also ich denke gerade an den Bundestagswahlkampf, vor allen Dingen so Schröder, Fischer etc. Und da wurden, glaube ich, die roten Socken auch nochmal ausgepackt. Genau. Und nach Schröder war dann sowieso alles anders. Aber egal, wir wollen jetzt nicht über die Politik sprechen, sondern was mir wichtig war, ist an der Stelle ja oftmals auch diese Ressentimentspitzen gesetzt wurden. Und zwar sehr bewusst gegenüber dem politischen Gegner. Also, dass man sagt, die SPD ist im Grunde genommen tief im Sozialismus und was weiß ich, dann Parallelen zu Stalin etc. Soweit weiß ich nicht, ob sie gegangen sind. Aber es hatte immer diese Anmutung. Und das fände ich schon mal interessant zu gucken, was ist da nochmal die Abgrenzung zwischen, ich sag mal, so gestreuten kleinen Fake-Behauptungen oder, also, ich sag mal, mit diesen Stilmitteln, mit deren komplexe Verschwörungstheorien arbeiten, ist doch auch fast schon Alltagsgeschäft in so konkurrierenden Systemen wie in der Politik, weil man oft mal auch gerne mal ein Gerücht in die Welt setzt oder so einen Stempel aufdrückt oder die in diese Ecke stellt. Was sagst du dazu? Gibt es da Ähnlichkeiten aus deiner Sicht? Also vielleicht gibt es Ähnlichkeiten, aber also sogar bei der Roten Sockenkampagne, da weiß ich nicht genau, ob da wirklich eine Verschwörung unterstellt worden ist. Da wurde ja einfach nur gesagt, die SPD wird danach mit der PDS koalieren, weil man hatte da dieses Magdeburger Modell oder lässt sich tolerieren von der PDS damals. Es gab das Magdeburger Modell, ich weiß gar nicht mehr, in Brandenburg vielleicht oder so, ich weiß nicht mehr. Höpfner war damals der Ministerpräsident. Und dann hat man das halt genutzt, um zu sagen, ja, schaut mal hier gibt es dieses Toleranzmodell und das kriegt ihr auf Bundesebene auch. Also das, finde ich, ist dann keine Verschwörungstheorie. Das ist halt einfach eine Kampagne. Genauso wie übrigens auch nicht jede Fake News oder beziehungsweise ich würde sagen, nicht jede Fake News ist eine Verschwörungstheorie, aber jede Fake News, jede Verschwörungstheorie ist eine Fake News. Ne? Mhm. Also die populärste Fake News, die es ja gab, also jetzt in den sozialen Medien zur US-Wahl 2016, war ja die, wonach der Papst sich für Donald Trump ausgesprochen hätte. Ja, hat er nie gemacht, wurde aber sehr oft auf jeden Fall geteilt. Und das ist ja jetzt erstmal keine Verschwörungstheorie. Umgekehrt ist aber jede Verschwörungstheorie zugleich eine Fake News. Und da haben wir natürlich dann einfach auch ein bisschen dann das Problem der Begrifflichkeiten. Also dann kommt die Desinformation, ist zum Beispiel auch nochmal ein Begriff, den man da verwenden kann, wo das dann auch dann Abgrenzungsschwierigkeiten gibt. Also zum Beispiel diese AIDS-Verschwörung, an die erstaunlich viele Leute übrigens glauben. Also dass AIDS, es gibt ja zwei wesentliche Verschwörungstheorien, entweder AIDS existiert nicht oder AIDS wurde in einem Labor in Israel oder USA gezüchtet, ja. Genau. Und diese Verschwörungserzählung ist vom KGB in die Welt gesetzt worden. Da gibt es Akten dazu. Es gibt allerdings natürlich auch hier wieder Leute, die sagen, diese Verschwörungstheorie, also die Erzählung, wonach der KGB diese Verschwörungstheorie konstruiert hätte, sei wiederum eine Verschwörungserzählung der CIA. Also da wird es dann irgendwann wie bei so Matruschka-Puppen und wie bei Inception und das wird dann ein bisschen schwierig. Aber das ist genauso. Das ist ja quasi Desinformation ist, glaube ich, so ein bisschen die Definition ist die, dass man da den Absender weiß. Ja? Also es ist eigentlich quasi Verschwörungstheorie und Desinformation. Und dann haben wir natürlich grundsätzlich das Problem, dass Begriffe verwendet werden, natürlich wieder wie jeder sie will. Also ursprünglich war zum Beispiel der Begriff Fake News eigentlich reserviert für Falschmeldungen, die aus kommerziellem Interesse
erstellt werden. Das waren ja diese Kids in Mazedonien, die diese Fake-News-Schleudern da gemacht haben und einfach, denen war Trump auch egal, die haben nur gesehen, hey, damit können wir echt gut Geld verdienen. Und bei den Republikanern kommen einfach diese Fake-News-Viehgeiler an. Die haben ja auch fürs andere Lager welche produziert. Die haben das quasi einfach industrialisiert und als Geschäftsmodell umgesetzt. Und das war eigentlich die Ursprungsdefinition, nämlich Falschnachrichten, weil den Begriff gab es ja vorher auch, aber aus kommerziellen Erwägungen heraus über die sozialen Netzwerke. Und mittlerweile, nachdem Trump natürlich sowieso alles als Fake News klassifiziert hat, ist dieser ganze Begriff total entfranst und irgendwie von der Zeitungsente über die nicht verstandene Satire bis über die Verschwörungstheorie zu Desinformation wird irgendwie alles unter Fake News subsumiert. Mhm. Also deswegen, ich würde sagen, tatsächlich im politischen Geschehen, ich würde jetzt so eine normale, also jetzt in Anführungsstrichen auch eine normale Kampagne, auch wenn sie noch so widerlich sein mag, nicht unbedingt als Verschwörungstheorie sehen. Da würde ich tatsächlich eher sowas sehen, wie Trump es zum Beispiel getan. Ja, also der eben schon zu Beginn seiner Karriere sehr stark darauf gesetzt hat und jetzt aber immer wieder, also sowohl, dass er sie verbreitet, aber auch selber. Man kann ja auch noch ein paar Jahre zurückgehen, George Bush, und ich erinnere mich an die tolle Rede von Colin Powell vor der UNO mit den tollen PowerPoint-Folien. Ja, genau. Über Saddam Hussein, der angeblich die Massenvernichtungswaffen hat. War das eine Verschwörungstheorie? War das eine Kampagne? Ich würde das auch als Kampagne sehen. Als Kampagne würde ich zum Beispiel auch einstufen, oder einfach als Propaganda war beim ersten, oder eigentlich ist es ja der zweite Golfkrieg gewesen, also der 1991 mit den Kindern, die angeblich aus Brutkästen gerissen worden sind. Das war auch so eine Sache. Ich meine, klar ist natürlich, wir hatten ja vorher schon das kritische Denken, dass man jetzt auch nicht darauf verfallen sollte, irgendwie jede Kritik und so weiter als Verschwörungstheorie zu brandmarken. Es gibt ja im Übrigen durchaus Verschwörungstheorien, die sich wirklich als wahr herausgestellt haben. Also MK-Ultra, also dieses Programm zur Bewusstseinskontrolle der CIA, wo sie, glaube ich, Leuten Drogen verabreicht haben, ich glaube unter anderem LSD, das war auch erst eine Verschwörungstheorie. Ja, und beim Oktoberfest-Attentat, also das ist jetzt wieder aus München, da gibt's ja die Idee, dass es eben kein Einzeltäter war, und das galt auch lange Zeit als Verschwörungstheorie. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht trotzdem ein Einzeltäter war, aber auf jeden Fall ist das eine konkurrierende Theorie, eine völlig legitime, dass das vielleicht auch nicht die ganze Wahrheit ist. Also sowas gibt es durchaus. Es gibt in der Geschichte einige Beispiele tatsächlich dafür, für Verschwörungstheorien, die sich als real herausgestellt haben. Und das sollte man natürlich nicht vergessen. Aber auch hier gilt eben, keine Extrawurst. Ja. Also auch hier müssen wir natürlich sehr kritisch draufschauen. Also Ja, aber das heißt, wir müssen doch eigentlich, um da nochmal auf die Frage des Umgangs mit dem Phänomen zu kommen, also ich glaube, was schon mal wichtig ist, ist zu versuchen, diese Unterscheidung hinzukriegen. Ich weiß nicht, ob uns das überhaupt gelingen wird. Also wie du eben sagst, es gibt ja tatsächlich Vorgänge, sei es politisch, wie auch immer, wo das zutreffend ist und wo es sich lohnt, sozusagen Theorien aufzustellen oder danach zu forschen, skeptisch zu sein, etc. pp., kritisch zu hinterfragen. Wir haben die Panama Papers vorhin genannt, wir hatten hier die Kriege, die Propaganda rund um Kriege, wahrscheinlich bei allen Kriegen unfassbar viel Propaganda drumherum erzeugt wurde vorab. Und da ist jetzt wirklich die spannende Frage, weil natürlich diejenigen, die wir jetzt oder wir oder wer auch immer als Verschwörungstheoretiker brandmarken oder uns lustig machen über die, lächerlich machen, es muss doch an dem Punkt irgendwie, weil wir gleichzeitig, wir jetzt als Aufgeklärte, du als Journalist, ich auch als Wissenschaftsinteressierter, wie auch immer, Kämpfer für die Aufklärung, müsste es doch einen Mittelweg geben. Also, weil natürlich jetzt Verschwörungstheoretiker zu einem Kampfbegriff ja auch gleichzeitig geworden ist, mit dem man auch viel Kritik sozusagen relativ einfach abbügeln kann, weil man dann in eine Ecke gestellt wird, in der man überhaupt nicht stehen möchte. Also ich möchte eben dann nicht Hand in Hand mit den Reichsbürgern oder den Flugscheibengläubigen oder den Echsenmenschen stehen. Was kann da der gelungene Umgang sein? Also eine Idee habe ich schon mal zu sagen,
beide Seiten müssten ja zu was bereit sein, wenn man so will. Die eine, sich selber zu hinterfragen, das ist sowieso beide. Aber was denkst du, was wäre da ein richtiger Umgang mit dem Ganzen? Und wo ist auch eine Abgrenzung? Wo wird es eindeutig zum Quatsch? Wo ist es? Weiß ich nicht. Also das weiß ich wirklich nicht. Das ist die Millionen-Dollar-Frage. Ja. Also ich finde das einfach, also grundsätzlich würde ich ja sagen, also vom Impuls her würde ich sagen, nehmen wir mal die Frage der flachen Erde. Ich bin der Meinung, irgendwann müssen wir auch mal vorankommen. Also wir können nicht alle 400 Jahre dieses Problem neu diskutieren. Also ich meine, ist schon klar, es ist vorläufiges Wissen, aber irgendwie muss ich dann sagen, bei 99,9%, damit müssen wir jetzt einfach mal arbeiten. Ja? Ja. Dann finde ich es ja schon auch was Wichtiges. Also ich beharre auch auf eine gewisse Einfachheit in der Theorie, also so Occams Rasiermesser finde ich schon ein bisschen, kann man sich dran halten. Also nehmen wir mal dieses Diana-Beispiel. Mhm. Also sehr wahrscheinlich ist sie umgekommen, weil ihr Fahrrad zu viel getrunken hatte und die Paparazzi hinter ihr waren. Eine der wichtigsten Verschwörungstheorien dazu ist, dass dieser Fahrer geblendet worden ist, und zwar absichtlich vom MI6. Und da muss man sagen, das ist mit Occams Rasiermesser nicht so richtig vereinbar, weil, weißt du, da muss dieses Blenden funktionieren. Ja. Und dann können da irgendwie, sitzen da vier Leute im Auto und dann müssen da genau die richtigen sterben und so weiter und so fort. Und du hast irgendwie 1000 Variablen, die da jetzt irgendwie stimmen müssen, damit dieser Plan aufgeht. Ja, also übrigens bei dem Tod von Lady Diana hätte sie auch fast, glaube ich, überlebt. Also, oder beziehungsweise war das, also Dodi war sofort tot und sie nicht und so. Also, das meine ich damit. Also, da bevorzuge ich doch wirklich vielleicht die Theorie, die das ein bisschen einfacher erklärt. Aber ich glaube, dass wir die von dir gewünschte Grenze, die werden wir nicht finden. Also ich tue mich schwer dabei. Ich bin jetzt allerdings auch kein Philosoph. Meine Hoffnung tut da ja ein bisschen eher auf dir und Herrn Göbel ruhen. Aber das ist halt, was wir lernen müssen. Aber das Einzige, was ich immer und immer wieder sage, ist Minimalkonsens. Wenn dann halt schon, dann müssen wir die Kritik schon auch ausweiten auf Verschwörungstheorien. Also darauf beharre ich halt dann schon. Ja. Also was mir einfällt mit Lady Di, natürlich gäbe es 12 Millionen bessere Möglichkeiten, einen Menschen auszulöschen. Ja, also warum ja, so genau. Kompliziert? Also das ist so einfacher. Genau. Ja, und ich genau. glaube, es genau. gibt tatsächlich, habe ich gelesen, irgendeinen Mathematiker, der auch ja, mal so das ist Wahrscheinlichkeiten... Ja, aber das ist auf sehr wackeligen... Ja. Ich weiß nicht, du meinst, es ist so ein Gesundheitsmathematiker. Der hat Folgendes gemacht. Der hat geschaut... Wie lange hat es gedauert, dass bestimmte reale Verschwörungstheorien ans Tageslicht kamen, ja. wie zum Beispiel MK Ultra? Und wie viele Leute waren involviert? Mhm. Und dann hat er so eine Formel entwickelt, dass er nämlich gesagt hat, je mehr Leute involviert sind, umso bis die Verschwörungstheorie bekannt wird, weil Leute ja gerne tratschen und so. Und der kam dann zum Beispiel bei der Mondlandung darauf, dass es nach 3 Jahren aufgeflogen wäre. Yeah. Jetzt gibt es allerdings dummerweise in der Geschichte ein ziemlich starkes Beispiel dafür, das dem entgegensteht, nämlich das Manhattan-Projekt. Ja, also das Projekt der Amerikaner zur Atomwaffenentwicklung. Da war es nämlich so, da waren 100.000 Leute beteiligt und trotzdem ist es nicht aufgeflogen über viele Jahre hinweg. Also 3 Jahre, glaube ich, wurde daran gearbeitet. Und es lag daran, dass jeder quasi nur das Wissen hatte, was er wissen musste für seine Aufgabe. Mhm. Und da gab es durchaus Gerüchte und so weiter und so fort, aber es ist nicht aufgeflogen. Insofern, so sehr ich es schätzen würde, dass diese Studie, die ja damals sehr viel Aufsehen erregt, obwohl sie wirklich dünn ist, also echt dünn, so sehr ich mir das wünschen würde, aber so leicht ist es nicht. So leicht ist das nicht. Es kann vielleicht irgendwie also klar, das kann eine Richtschnur sein und so, aber wir haben eben eine Falsifizierung dieser Theorie in unserer Geschichte. Und damit ist sie halt leider für mich nicht so wahnsinnig hilfreich. Ja. Ja, so ist das.
Wie würdest du trotzdem sehen, Umgang mit Verschwörungstheoretikern oder innen? Also ich würde vielleicht gerne noch mal was sagen zu vielleicht, wie wir grundsätzlich mit diesen Theorien umgehen können, um vielleicht dem Problem ein bisschen Herr zu werden. Wir hatten ja vorher über Bildung und sowas gesprochen. Also da kann man sicherlich viel darüber sprechen, auch was Wissenschaftskommunikation angeht. Aber was ich interessant finde, ist, mal zu gucken, was sich denn hinter solchen Theorien in der gesellschaftlichen Subgrammatik psychologisch vielleicht versteckt. Weil es sind nicht immer dieselben Theorien. Also die unterliegen ja bestimmten Moden auch. Ja, also heute sind andere Theorien an Vogue als vor 20 Jahren. Zum Beispiel gab es vor 20 Jahren die Reichsbürger nicht. Ja, und jetzt kann man sich zum Beispiel mal überlegen, woran liegt das denn? Und da habe ich zum Beispiel eine Theorie. Ja? Mhm. Und zwar ist es so, dass die Reichsbürger sind ein reines Landphänomen. Also es gibt kaum Reichsbürgerorganisationen in der Stadt. Und zum Zweiten ist es so, dass wir vor 20 Jahren keine Reichsbürger hatten oder kaum. Also es gab die kommissarische Reichsverwaltung, das mehr gab es eigentlich nicht. Und jetzt fällt das aber genau in so einen Zeitraum, wo zwei Dinge passiert sind. Erstens, der Staat entwickelt sich wirklich zu so einer Art Firma, zumindest im Auftreten. Also das Arbeitsamt zum Beispiel heißt nicht mehr Arbeitsamt, sondern Arbeitsagentur. Ja, ganz typisches Beispiel. Und zum Zweiten beginnt man Ämter zu schließen auf dem Land. Und wir haben jetzt also zwei Faktoren. Der eine ist, der Staat nähert sich vom Feeling so, das ist so ein bisschen so, damals war das halt auch ein bisschen eben so, der Neoliberalismus stand voll im Saft und so, musste sich alles geil anhören und so. Der Staat plötzlich tritt einem so ein bisschen als Firma gegenüber. Ja, also so vom Feeling. Das ist das eine. Und das Zweite ist, überleg mal, wenn du hast ein Problem mit dem Staat und wie ist es besser, wenn der Staat dir als Mensch gegenübertritt? Ja, du kannst zur Frau vom Amt gehen oder zum Herrn vom Amt oder du kriegst ein maschinell erstelltes Schreiben und der Staat tritt dir entgegen als anonyme Entität. Und ich glaube zum Beispiel, man kann sich 100.000 Gedanken darüber machen, was man gegen die Reichsbürger tut. Und da muss man sicherlich auch viel mit so kriminologischen und was man da halt alles so an Mitteln hat. Aber ich glaube, ein Mittel, das langfristig sehr effizient wirken würde, wäre, öffnet mal mehr Ämter auf dem Land wieder, zum Beispiel. Und überlegt euch, ob das wirklich sein muss, dass der Staat sich immer anhört wie ein Start-up. So, bei seinem Wording. Und das meine ich damit. Also ich will nicht so weit gehen zu sagen, dass Verschwörungstheorien uns helfen können, Defizite in einer Gesellschaft vielleicht oder Probleme in einer Gesellschaft zu identifizieren, weil da wäre mir der Preis zu hoch. Da muss ich ehrlich sagen, muss nicht sein. Aber ich finde, man kann es trotzdem mal wagen, sich genauso wie ich es jetzt eben am Beispiel der Reichsbürger gemacht habe, mal zu überlegen, was ist denn da dran? Oder nehmen wir mal Corona. Natürlich hat Bill Gates sehr wahrscheinlich nicht Corona erfunden, um noch reicher zu werden, ja, beziehungsweise um einfach Recht zu behalten. Das ist ja die zweite Theorie, die da kursiert, dass er das gemacht hat, weil er irgendwie einen TED-Talk gehalten hat, wo er von der Pandemie gewarnt hat und dann Recht behalten wollte. Was ich übrigens für die viel bessere Theorie halte, viel glaubwürdiger, weil das kann sich ein Milliardär vielleicht wirklich nicht so leicht kaufen, also das Recht. Aber natürlich hat er wahrscheinlich Corona nicht zusammengepanscht. Aber was natürlich stimmt, ist, dass die WHO, weil die Staaten die WHO nicht mehr finanzieren und ihr Geld dort in den letzten 20 Jahren immer weiter zurückgeschraubt haben, zu 80% abhängig ist von privaten Geldgebern. Und von diesen privaten Geldgebern ist die Bill und Melinda Gates Stiftung der größte. Und man kann sich überlegen, ob das gesund ist. Also muss das sein? Also ist das nicht vielleicht eine so wichtige Organisation, erleben wir gerade, dass das vielleicht ganz gut wäre, die staatlich zu finanzieren und nicht privat. Und das meine ich damit. Ja, das sind halt Dinge, da gibt es vielleicht irgendwas in dieser tiefen Grammatik der Verschwörungstheorie, das vielleicht interessant ist und wo man mal gucken könnte, ob man da nicht was abstellt. Wenn wir über die Bilderberger reden, dann kann man natürlich darüber reden, sind diese Konferenzen wirklich so transparent, wie sie sein müssten. Wenn wir über Chemtrails reden, können wir natürlich mal reden,
darüber, dass es Chemtrails wahrscheinlich nicht gibt, aber es gibt natürlich Umweltverschmutzung und die geht maßgeblich auch vom Flugverkehr aus. Und solche Dinge. Mhm. Und also wenn man das tut, verschwinden natürlich Verschwörungstheorien nicht, weil die begleiten uns sehr lange. Aber vielleicht werden sie dann, kriegen wir vielleicht wieder ein bisschen andere Verschwörungstheorien zurück. Aber es wäre auf jeden Fall einer dieser mehreren Bausteine, die man da in so einer Anti-Verschwörungstheorie-Strategie, glaube ich, in Erwägung ziehen soll. Mhm. Würde ich so unterschreiben. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir dankbar sein sollten, dass Verschwörungstheorien uns auf was hinweisen. Nee, genau, sondern, ich habe ja gesagt, so weit will ich nicht gehen, ja, weil da wäre mir der Preis zu hoch. Also da würde ich auf diese Informationen dann lieber verzichten, wenn es dafür keine Verschwörungstheorien gibt. Ne? Aber vielleicht eher sozusagen. Ja. Aber wenn wir sie jetzt schon mal haben, dann mei. Genau, also vielleicht eher an diese Anhänger zu appellieren, befreit euch mal von diesen komischen Mythen und geht selber mal tiefer rein. Also hinterfragt ja, doch mal doch, selber, was ist eigentlich der Kern, den ihr kritisieren wollt. Es geht ja nicht um Bill Gates als hinter, Figur. Genau, schaut hinter die Dinge. Ja. Ja, das sagen die ja immer. Schaut hinter die Dinge, natürlich, schaut hinter die Dinge, aber schaut hinter auch eure Verschwörungstheorie. So da ist aus. Vielleicht was Interessantes, da könnte was wirklich Interessantes sich verbergen. Und das meine ich ja, also im Grunde genommen sind Verschwörungstheorien, so wie wir sie beschrieben haben, also wirklich diese absurden Dinge, sind kontraproduktiv, um Gesellschaft zu transformieren, weil sie stehen sich uns allen im Weg. Ja, weil sie sozusagen die Realkritik, die hinter sozusagen Dingen stehen, wie das kann man ja endlos jetzt fortsetzen. Also die Frage, warum wird eine große Industrie wie VW nicht dafür belangt, dass sie Menschen belogen und betrogen haben? Wir haben also gerade, ich sag mal, im Bereich Wirtschaft gibt es so viele Skandale, die so arg gedeckt werden. Wir hatten ja Panama Paper, Cum-Ex etc. Das sind alles handfeste Dinge, die man angehen sollte, plus kombiniert mit gerade deinem Thema Klimawandel, Umweltverschmutzung. Das sind reale Probleme und das sind auch reale, sag ich mal, Netzwerke und Verstrickungen, Lobbyismus, die da aber aktiv zugange sind. Ja, aber Patrick, es ist die schlechtere Geschichte. Da kommen wir halt nicht raus. Da kommen wir nicht raus und das ist... Also wir hatten ja im Vorgespräch auch kurz über QAnon gesprochen. Da hatte ich ja auch diesen Vergleich gezogen, weil QAnon ist eine Verschwörungstheorie, wo jeder quasi mitarbeiten kann und Dinge findet und die sich so fortschreibt. Und das erinnert nicht umsonst, glaube ich, an Fanfiction. Mhm. Und das ist halt einfach das Ding. Deswegen glaube ich auch, dass sowas wie Wissenschaftskommunikation so wichtig ist, weil ich glaube, man kann solche Sachen schon inszenieren. Also man muss die nicht inszenieren wie ein Actionfilm, aber man kann sich, glaube ich, schon ein bisschen bemühen, das interessant zu machen. Übrigens, deswegen ist ja auch das Buch, also der Titel meines Buches, unseres Buches, ist ja jetzt auch nicht unbedingt unreißerisch. Angela Merkel ist Hitlers Tochter. Mehr reißerisch geht nicht. Ja, also Angela, genau, also aber, und das haben wir natürlich absichtlich so gemacht. Ja. Weil ich mich schon ärgere, weil es gibt wirklich gute Bücher über Verschwörungstheorien. Das von Michael Butter ist extrem gut. Dann gibt es, und es ist wirklich absurd, bei der Bundeszentrale für politische Bildung, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, ein Buch über Verschwörungstheorien, das ist so gut. Und das kann man sich da einfach für 4 € nach Hause schicken lassen oder für 2 €. Total absurd. Aber es sind natürlich alles wissenschaftliche Bücher. Und deswegen ist es halt, glaube ich, auch wichtig, dass man da eben auch mal ein bisschen was dagegen setzt, das auch ein bisschen, ruhig ein bisschen reißerisch ist, ohne es unseriös zu werden. Hm? Ja, weil dieses, es muss auch an den Narrativen muss man da was machen, auch ein bisschen. Der passende Begriff aus der Soziologie ist Anschlussfähigkeit. Und nicht nur aus der Soziologie, sondern auch aus der Psychologie und so weiter. Das heißt, was für mich sehr hilfreich war in der Erkenntnis, ist, dass wir uns alle letztendlich, oder zumindest ist das ja auch nur eine Theorie, unsere Welt zusammen konstruieren. Ja? Und wir den Dingen nachlaufen, die sehr schnell an uns andocken können. Also das heißt, es gibt ein schönes Beispiel, wenn du
irgendwelche Begriffe, die du noch nie gehört hast, ist es einfach schwierig, die irgendwie in Kontext zu setzen. Wenn du aber schon mal irgendwas davon gehört hast, kannst du es besser einbetten und du hörst eher zu. Also das nennt man auch konstruktivistische Didaktik. Also du knüpfst an etwas an, was schon bestehend ist. Und das schaffen Verschwörungstheorien sehr, sehr gut. Also dieses am Anfang benannte Jan van Helsing-Buch. Ja, das ist auch ein Grund übrigens, warum Corona-Verschwörungstheorien so gut boomen. Also einer meiner 9 Gründe, oder die ich dafür habe, warum die so gut abgehen, weil diese Theorien auf etwas schon Bestehendes aufsetzen können. Wir hatten ja vorher schon die AIDS-Verschwörung. Wir haben die Impf-Verschwörungstheorien. Wir haben viele Theorien aus dem Gesundheitsbereich. Deswegen sind die übrigens auch bei dir, glaube ich, sogar in Baden. Du kommst doch aus Baden-Württemberg, oder? Nee. Oder wohnst du das nicht? Okay, sorry. Ich wohne in Bayern, geboren in Nordrhein-Westfalen. Arbeite in Baden-Württemberg. Nicht in Baden-Württemberg, habe ich mal gearbeitet, in Karlsruhe. Genau, deswegen. Nee, aber das ist genau der Grund, warum zum Beispiel diese Corona-Demos im Westen so stark sind und gar nicht mal so sehr im Osten. Also, dass zum Beispiel in Baden-Württemberg da so ein Hotspot ist, weil Corona-Verschwörungstheorien auf etwas, wie du sagst, aufsetzen können, was es schon gibt. Zum Beispiel eben diese Impfverschwörungstheorien. Und diese Impfverschwörungstheorien wiederum sind sehr stark verbreitet im Westen, sehr oft bei gut situierten bürgerlichen Milieus mit zum Beispiel auch Anthroposophie-Hintergrund und so weiter und so fort, auch durchaus ökologisch interessiert und so weiter. Und das ist halt der Grund dafür. Ja, dieses Virus muss hier, also das Verschwörungsvirus, muss nicht von null anfangen, sondern es hat quasi schon hier so eine Keimbahn, über die es sozusagen da reinsliden kann. Aber ich habe dich unterbrochen. Da noch ergänzend dazu, tatsächlich auch diese G5-Verschwörung, die ja mit Corona jetzt transportiert wird. Also auch die, sowas, die neue Funk, genau. Die kommt aus dem gleichen Milieu, nämlich tatsächlich aus Baden-Württemberg ist da eine sehr starke Figur zugange mit großem Netzwerk. Ja. Und das ist ja ganz klar, wenn du sowieso schon glaubst, dass wegen 5G die Vögel von den Bäumen fallen, ja, diese Behauptung gibt's ja, dann bist du natürlich bereit zu glauben, mit einer größeren Wahrscheinlichkeit auch, dass 5G schuld ist an Corona. Sehr klar. So, und das Thema Anschlussfähigkeit war sozusagen der Appell, weil natürlich wissenschaftliche Abhandlungen sind wesentlich schlechter anschlussfähig bei Menschen, die nie eine akademische Bildung halbwegs vollzogen oder die einfach keinen Bock darauf haben. Also da allein das zu lesen ist furchtbar anstrengend. Deswegen muss es anschlussfähige, und damit spielst du wahrscheinlich an, mit Wissenschaftskommunikation sollte anschlussfähig sein, und zwar in vielfältigster Art und Weise. Und das kann man, glaube ich, fast nur hinkriegen, wenn man so ein bisschen Kunst und Kultur darunter mischt und sozusagen Erkenntnisse faktisch absichert, aber man muss es nochmal übersetzen irgendwie. Und man muss es anschlussfähiger machen und damit Gegenerzählungen schaffen, was ja tatsächlich, ich hatte mal so einen Vortrag bei so Wissenschaftskommunikatoren, habe ich als große Figuren heute auch wieder fragwürdig, aus anderen Gründen, Indiana Jones, ja. So als Beispiel, als Heldenfigur der Wissenschaft, ein Archäologe. Also es wollten unfassbar viele junge Leute Archäologie studieren, nur wegen Indiana Jones. Ja. Klar. Star Trek sozusagen als großes Vorbild, Wissenschaft und so weiter und so fort. Diese Dinge müssten halt sehr viel stärker angeboten werden an dem Punkt, weil das ist das, was Verschwörungstheorien super können. Sie können ganz tolle, fantastische Geschichten erzählen. Und da hinkt so ein bisschen die Wissenschaft hinterher, weil sie auch manchmal glaubt, das eine schließt das andere aus. Mhm. Und das ist, glaube ich, fatal manchmal. Weißt du, was ich gerne mal schreiben würde, so als Drehbuch oder fiktionalen Roman? Yeah. Ich würde gerne mal so eine Art Reverse Akte X machen. Also wo quasi die ganze Welt eine Verschwörung ist und quasi die Figur von Mulder ist dann quasi der immer an die Vernunft appelliert und so weiter. Also wo einfach alles, weil mich das so nervt, also die auch so in der Popkultur, wie oft quasi mit dem Stilmittel der Verschwörung dort, also narrativen Mittel der Verschwörung gearbeitet wird, so dass es mittlerweile, finde ich, überhaupt keinen Effekt mehr hat. Also ich glaube, den viel größeren Effekt würdest du erzielen, wenn einfach alles ganz normal ist und eigentlich genauso, wie man sich von Anfang an gedacht hat. Aber so dieses Akte X-Ding,
Also mal umzudrehen, so ein Reverse zu machen, so negativ davon, das würde mich mal reizen. Das klingt nach einem interessanten Plot. Und du hast trotzdem wieder die anschlussfähigen Verschwörungstheorie-Elemente drin. Genau, genau. Also ich glaube, man könnte auch eine ganz interessante Welt zeichnen, in der das quasi alles wahr ist, was Mulder jemals sich gedacht hat. Ja, und, Was mir tatsächlich gerade noch eingefallen ist, auch im Vorgang vor unserem Stream, war die Thematik des Sündenbocks. Und die Geschichte des Sündenbocks, die ja tausende von Jahre alt ist tatsächlich. Also der Sündenbock, für die, die es nicht wissen, was dahinter steckt, einfach nur diese Floskel, aber das stand tatsächlich so in der Bibel. Es war ein biblisches, religiöses Ritual. Ich glaube, es kam tatsächlich aus dem Judentum, wo man einen Ziegenbock nahm und alle Sünden sozusagen da rein tackerte, steckte, wie auch immer. Und der wurde in die Wüste geschickt. Daher kam auch dieses Ding, ich schicke dich in die Wüste. Und damit wurde eine Gemeinschaft, deswegen auch ein soziologisches Phänomen, entlastet. Also meistens hat man das gemacht, wenn es soziale Konflikte untereinander in einer größeren Gemeinschaft gab, hat man eben all die Sünden auf ein Ding fokussiert und rausgeschickt, so ein Reinigungsritual. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass Verschwörungstheorien ähnliche Mechaniken haben. Also man sucht so diesen Schuldigen, man lädt da alles ab, was bei einem persönlich gerade auch vielleicht scheiße läuft und kann dann versuchen, das in die Wüste zu schicken, weil irgendwann hört es ja immer an einem Punkt auf. Also niemand, die allerwenigsten, wie du schon gesagt hast, zeichnen mir ja ein utopisches Gegenbild oder sagen mir, ja, was ist denn jetzt, wenn die GmbH klar ist? Ja. Oder was mache ich jetzt mit Bill Gates? Und was mache ich, wenn er weg ist? Und ja, das ist ja genau das Problem. Also es gibt ja aus dem Bereich der Psychologie den Begriff der Selbstwirksamkeit. Und viele Verschwörungsideologen leiden unter sogenannten Selbstwirksamkeitsstörungen. Das heißt, sie haben nicht das Gefühl, einzuwirken auf ihre Umwelt und die beeinflussen zu können. Das ist übrigens auch wieder ein Grund, warum bei Corona Verschwörungstheorien so sehr boomen, weil da haben viele Leute diese Selbstwirksamkeitsstörungen. Ja, also du arbeitest seit 10 Jahren daran, einen Dönerladen zu eröffnen, hast einen Dönerladen eine Woche lang auf, endlich kommt Corona und du musst zumachen für mehrere Monate. Da kann man dann das Gefühl bekommen, alles hätte sich im wahrsten Sinne des Wortes gegen einen verschworen. Mhm. Und diese Selbstwirksamkeitsstörungen sind so ein Ding, was Verschwörungstheorien sehr triggert. Und übrigens, wenn man auch mal sich mit Wolfgang P. zum Beispiel wieder, also diesen Mörder aus Georgensmünd, das ist genauso eine Geschichte, dann auch wirtschaftliche Probleme, die Frau läuft ihm davon und so weiter und so fort. Und dann plötzlich erfüllen diese Verschwörungstheorien 2 Funktionen für ihn. Erstens, er hat eine Erklärung für sein Scheitern, ja, weil es war halt die Deutschland GmbH oder was auch immer. Und zum Zweiten wertet es sein Selbstbewusstsein massiv auf, weil er sich plötzlich als Inhaber von Geheimwissen sehen kann. Und erstaunlicherweise, gerade bei den Reichsbürgern schaffen die es dann auch tatsächlich, so Leute um sich zu scharen. So ein ganz berühmter Reichsbürger, Adrian Ursache, ein ehemaliger Mr. Germany, der es geschafft hat, eine Mrs. Germany zu heiraten. Und dann irgendwie lief's mit dem Handyladen, glaube ich, nicht so gut. Und dann wurde er zum Reichsbürger. Da waren, als die Polizei, also beziehungsweise es gibt ein Video, was ich damals gesehen habe, wo die Polizei kommt und dann schickt er die weg. Oder die gehen dann einfach, weil sie keinen Bock haben, erstmal. Und da hat das aufgenommen mit dem Video und man sieht so richtig, wie es in ihm arbeitet, wie er sagt, ich habe diese Menschen mit der Wortmarke Polizei, weil es ist so ein Reichsbürger-Ding, es ist jetzt keine Polizei, sondern die haben nur die Wortmarke Polizei. Ich habe die vertrieben von meinem Land und so weiter. Ja, ich, kleiner Mann, habe es mit denen aufgenommen. Ja, wenn Unrecht zu Recht wird, mit Widerstand zu kriegen. Als die Polizei wiederkam, stand dann er und 100 Anhänger auf diesem Grundstück. Das muss man sich mal vorstellen, klar. Also da profitiert man tatsächlich natürlich vielleicht eben. Und das sind eben die 2 Dinge, die das attraktiv machen. Das Problem ist natürlich, dass das nur eine Scheinattraktivität ist. Ja, weil man zwar im ersten Moment endlich meint,
die Ursache für sein ganzes Übel gefunden zu haben, aber im zweiten Moment dann checkt, fuck, die sind ja so krass mächtig. Ja, weil denen wird ja also die absolute Macht zugesprochen. Das heißt, es verstärkt dann eigentlich dieses Ohnmachtsgefühl. Es ist wie wenn du durstig bist und du trinkst Salzwasser. Ja, das ist das ist halt einfach so. Das ist das Problem daran. Das ist aber allerdings auch etwas, wo man natürlich ansetzen kann. Ja, man kann, wenn wir über Deutschland sprechen und ich möchte jetzt nicht, also man muss vorsichtig sein. Jetzt sage ich jetzt mal so soziologisch. Sage ich jetzt mal so Gruppen einzuteilen oder zu sagen, bestimmte Gruppen haben eine höhere Affinität. Man kann aber schon so ein bisschen was sagen wie eher Männer als Frauen, eher ja Tendenz zum Verschwörungsglauben, eher Menschen, die einen formal niedrigeren Bildungsgrad haben und auch Leute mit Migrationshintergrund haben eine höhere Affinität zu Verschwörungsideologien. Und das ist jetzt, also wie gesagt, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das sind auch, die Zusammenhänge sind jetzt auch nicht so mega krass, aber sie sind schon signifikant. Und da kann man sich natürlich fragen, also warum haben zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger oder Menschen mit Migrationshintergrund sind vielleicht auch Leute, die wirklich oft ein Ohnmachtsgefühl haben oder oftmals das Gefühl haben, also oft Selbstwirksamkeitsstörungen eben haben. Und das ist dann aber natürlich auch wieder ein Vehikel, an dem man ansetzt. Ja, also genau so, also ich sage ja immer so, es gibt verschiedene Bausteine in diesem Kampf gegen Verschwörungsideologien. Und das ist dann eben auch einer davon. Ja, dass man natürlich Leuten auch versuchen muss, das Gefühl zu geben, sie sind Herr über ihr Leben oder beziehungsweise mehr als das Gefühl, man muss ihnen das tatsächlich in der Realität ermöglichen. Ja. Ja. Das ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Absolut. Und wenn man sozusagen eine Bitte an das politische System, wenn sie in Verschwörungstheorien ein massives Problem sehen, wäre sozusagen mein Appell dahingehend, schafft mehr Teilhabemöglichkeiten. Weil ich glaube, ein wichtiger Punkt ist mangelnde Teilhabe an Gesellschaft. Also man kann ja sozusagen sagen, woher kommt das Ganze? Wir hatten vorhin so ein bisschen die Bewegung des Neoliberalismus. Alles tendiert Richtung Egoismus. Solidarität geht immer stärker in Richtung Ich-AG, so wurde es ja mal präzise formuliert. Ja, genau. Und gleichzeitig, was halt damit auch automatisch flöten ging, war Teilhabe an Gestaltung von Gesellschaft, weil jeder nur vor sich hingewurschtelt hat, so um das eigene Überleben. Also und da wäre mein Appell zumindest zu sagen, das zu ermöglichen, wenn man auch sagt, man nimmt Demokratie als solche wirklich ernst, muss man Demokratie weiterdenken als dieses reine, Leute gehen alle 4 Jahre zur Wahl. Man muss, ich bin jetzt kein Freund davon, jetzt irgendwelche demokratischen Urabstimmungen, Volksentscheide, das ist jetzt nicht das, was ich meine mit mehr Demokratie, sondern das in alle Bereiche und Institutionen versuchen zu tragen, in Schulen. Schule ist ein völlig undemokratischer Ort. Also da könnte man schon mal anfangen, das demokratischer zu machen. Teilhabemöglichkeiten, und zwar ernsthafte, keine Pseudo-Teilhabe, wo man sagt, ja, jetzt lassen wir sie mal wieder reden, geben wir ihnen irgendwie einen Sendeplatz bei, was weiß ich, Maybrit Illner oder so, das Volk darf mal sprechen, so, das ist jetzt Teilhabe. Nein, also wirklich Strukturen schaffen, wo Menschen diese Selbstwirksamkeit wirklich auch leben können und wo sie dann vielleicht auch merken, hoppla, das ist ja gar nicht so unanstrengend, Politik zu machen. So. Genau, also genau solche Sachen, also genau über solche Dinge muss man nachdenken, auch darüber hinaus finanziell, weil Teilhabe muss man sich auch leisten können, ja. Also es ist leider so, auch wenn die gut gemacht ist. Und ja, also das ist eben etwas, also eben dieser Selbst, also man muss bessere Angebote schaffen, der Selbstwirksamkeitsstörungen entgegenzuwirken, als es Verschwörungstheorien tun. Ich meine, ich hatte letztens, also ich hatte in dieser Corona-Zeit, hatte ich viele so Vorträge und so Panels und so, und ich war da auch bei der IG Metall und ich habe das auf die Formel gebracht, zu sagen, ihr müsst den Leuten klar machen, dass nicht Ken Jebsen eure Probleme löst, sondern die IG Metall. Ja? Also, dass man natürlich auch, das meinte ich in dieser, dass mich das auch so traurig gemacht hat, als ich in dieser Reichsbürgergruppe damals war,
weil das natürlich auch viel verschwendetes politisches Potenzial. Also anstatt, dass die sich da irgendwie auf die Hinterbeine stellen und was sich für bessere Löhne oder höheres Hartz IV oder Abschaffung oder was weiß ich da irgendwie kämpfen, kämpfen sie dafür, dass, dass Deutschland keine GmbH mehr sein soll. Und, dann, und das ist witzig und traurig zugleich. Und da sind dann schon gesellschaftliche Organisationen gefragt, ah, noch was, ich hätte noch einen Baustein, den ich nochmal erwähnen möchte, auch nochmal, was man vielleicht tun sollte, ist, ich hatte vorher schon gesagt, dass die Sektenberatungsstellen sich vor allem darum kümmern, das darf natürlich nicht so bleiben. Ja, also das muss spezielle Einrichtungen geben. Und genauso wie man gegen bestimmte Ideologien in den 80ern, wie zum Beispiel die Sekten oder sowas, gekämpft hat, hoffe ich mir auch, dass es vielleicht auch in diesem Bereich sowas sich herausbildet wie so ein Aktivismus oder so ein ehrenamtliches Engagement. Also dass Leute auf ganz vielfältigen Ebenen, also sei es, gibt es ja zum Teil jetzt schon, sei es die Banking, sei es Unterstützung, sei es zum Beispiel interessante Wissenschaftskommunikation oder Formate. Also dass man sozusagen mit diesem ganzen Instrumentarium von menschlicher Kreativität und eben so Aktivismus und dass Leute das quasi vielleicht auch so als gesellschaftliche Aufgabe begreifen, diesem Verschwörungsglauben entgegenzuwirken. Das wäre auch noch etwas, das, glaube ich, viel, viel helfen würde. Absolut. Was ich nochmal zum Thema IG Metall, das heißt, wir können dir jetzt danken, dass sie die Vier-Tage-Woche fordern. War das dein Einfluss? Ja, nee, aber es freut mich tatsächlich, weil ich das für ein wichtiges, für ein wichtiges Ziel halte. Ja, weil das war das erste Mal, also ich komme selber ja auch aus einer Arbeiterfamilie, da war IG Metall, also nicht nur Arbeiterfamilie, sondern auch noch Betriebsräte und so weiter, also die wirklich sehr engagiert waren, auch in Gewerkschaften und so weiter. Mhm. Und ich erinnere mich noch als Kind damals, 1. Mai war halt mehr noch ein Mainstream-Event, ein gewerkschaftlich, zumindest in der Gegend, wo ich groß geworden bin, weil es halt eine Arbeiterstadt war, so ein bisschen in Nordrhein-Westfalen, der sehr geprägt war davon. Und ich erinnere mich noch an diese 35-Stunden-Aufkleber mit der Sonne und so weiter. Es war sehr omnipräsent. Und plötzlich war das so. Und Sonntag gehört Papi mir. Genau. Und plötzlich war das komplett verschwunden. So 90er. Ja, sie haben halt dann noch im Osten das probiert, die IG Metall, und haben halt dort verloren krachend. Und ich meine, ich finde es sehr gut, dass einfach dieses Thema Arbeitszeitverkürzung wieder aufs Tableau kommt. Und ich, weißt du, Keynes hat ja damals davon geträumt, dass man oder vorhergesagt, dass man nur noch 15 Stunden arbeitet. Und ich finde, man kann sich dem jetzt mal langsam wieder ein bisschen annähern. Und ja, also ich sag mal so, es war für mich so ein Ding, wo ich sagte, wow, endlich haben sie mal, obwohl die Idee ja jetzt nicht neu ist, aber endlich geben sie mal ein Statement ab. Und es ist vor allen Dingen einer der ersten vernünftigen möglichen Antworten auf das Leben nach Corona. Weil bisher höre ich da sonst nichts. Ich höre bisher, so, das, was ich höre, ist natürlich nicht alles, was gesagt wird. Aber ich höre schon, sage ich mal, von Bayern 5, Deutschland Radio und so weiter. Das sind so diese Medien. Da höre ich aber selten Akteure, die wirklich Ideen haben für das danach, sondern es klingt immer nur dieses zurück zum Normalen zu kommen. Ja, also, genau. Und schnell wieder ins Wachstum reinzugehen. Schnell wieder 40 Stunden zu ballern. Schnell wieder das und das zu machen. Und da fand ich das wirklich mal erfrischend, dass ein nicht ganz in der Unbedeutungslosigkeit verschwundene Akteur politischer plötzlich mit so einer Forderung daherkam und auch gleich schon natürlich Schelte kassiert hat, was aber auch völlig okay ist. Und man muss auch sagen, ich meine, der Paradigmenwechsel ging schon vorher los. Ne? Also IG Metall hat ja diese Wahlsache, Wahlfreiheit mit, man könnte irgendwie reduzieren und sowas durchgesetzt in den letzten Tarifverhandlungen. Und das ist jetzt einen Schritt weiter. Bist du eingefroren? Ja, du warst eingefroren. Bei mir? Ich glaube, es war die Verbindung. Jetzt waren wir beide eingefroren. Ja. Vielleicht nutze ich diese kleine Zäsur, um mal das unangenehme Thema anzusprechen, dass wir ja leider noch keine 35-Stunden-Woche haben und ich morgen sehr früh raus muss. So langsam, du bist ein Signal. Ja, so langsam müssen wir leider zum Schluss kommen. Ich würde wahnsinnig gerne mit dir noch
Dann würde ich Folgendes sagen, lass mich noch schnell einmal durch den Chat jagen, weil der ist tatsächlich heute auch dadurch, dass wir beiden uns unfassbar viel gegenseitig gefragt und gesagt haben, ist natürlich da so ein bisschen zu kurz gegangen. Das tut mir auch leid. Vielleicht schaffen wir es ja auch nochmal einen zweiten Teil hinzukriegen. Also ich hätte großen Bock drauf. Ja, das können wir gerne machen. Können wir das ja schon mal sozusagen als nächsten Teil so ein bisschen ankündigen. Ich gucke jetzt gerade nochmal durch. Also ihr habt sehr viel gechattet, ihr habt euch gegenseitig geantwortet, was ich sehr lobenswert finde, weil dazu ist der Chat ja auch da letztendlich. Ich schaue mal durch, ob es irgendwas gibt. Also wie gesagt, eigentlich hätten wir alles nochmal thematisiert. Ich sehe den Chat ja nicht, aber... Genau, das ist so ein bisschen das Problem, deswegen gehe ich so ein bisschen... Genau, nee, aber wie ist denn die Stimmung? Stimmung ist super. Also ich würde sagen, gut. Also es gab jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh, doof. Was mir nochmal wichtig ist, zu Videogold war sehr engagiert im Chat. Da habe ich so gesagt mit YouTube-Links und so weiter. Das meinte ich nicht disrespektierlich, sondern ich kann damit im Moment nichts anfangen, weil wir gerade in einer Live-Situation sind, in ein Gespräch auf der Meta-Ebene. Ja, ich kann nicht prüfen, live mir ein Video anzugucken und steckt da im Detail, stimmt das oder das? Also das ist einfach das falsche Format hier. Das können wir gerne mal vielleicht in einem anderen Kontext machen. Und das meinte ich nicht disrespektierlich, dass das alles Quatsch ist, sondern ich kann es jetzt nicht überprüfen oder angucken. Ansonsten, hier schreibt einer, Top-Stimmung, Olé. Sehr gut. Bierbauch, Bratwurst, Signalwesten, Trillerpfeifen. Und ansonsten kann man sich das vielleicht auch nochmal im Nachgang so ein bisschen durchlesen. Also wie gesagt, wenn du jetzt los musst, möchte ich es jetzt auch nicht. Also ich sag mal so, wir könnten jetzt noch eine Stunde machen, aber dann wäre ich morgen müder. Und wenn wir sowieso sagen, wir machen einen zweiten Teil, dann wäre das, glaube ich, sinnvoller. Dann würde ich doch Folgendes vorschlagen. Weil wenn wir jetzt noch eine Stunde machen, dann haben wir nichts mehr für den zweiten Teil. Also, weil genau. Dann würde ich doch Folgendes vorschlagen, lieber Chat und lieber Christian. Ich würde zum nächsten Teil alle Kommentare, die jetzt zu kurz gekommen sind, wenn sie denn noch sozusagen allgemein sind, würde ich dann nochmal im zweiten Teil aktiv aufgreifen. Also diejenigen, die zu kurz gekommen sind, kommen im zweiten Teil sozusagen ausgiebig dran und haben dann nochmal die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Und vielleicht machen wir dann im zweiten Teil eher auch Fragerunde aus dem Chat, so eher. Sehr gut. Gut. Dann, genau, Gegger schreibt zweiter Teil, Ausrufezeichen, alle winken. Dann nochmal groß Danke an den disziplinierten Chat. Toll, dass ihr dabei wart. Danke, Christian, dass du die Zeit genommen hast. Und danke, dass du dir wieder die Zeit nimmst. Und vielen Dank. Dann sehen wir uns bald zum zweiten Teil. Ich danke nochmal sehr für die Einladung und ich danke auch allen Leuten, die zugeschaut haben und mitgechattet haben. Ich werde mir das alles jetzt im Nachhinein, werde ich mir den ganzen Chat verlauf. Ja, also heute muss ich ja leider schlafen, aber morgen werde ich mir ein Glas Roséwein einlassen, werde dann richtig schön am Abend auf den verschiedenen Plattformen die Chat-Kommentare auf mich wirken lassen und durchgehen. Oder du wartest einfach drauf, bis ich sie dir auf dem Silbertablett beim nächsten Mal serviere, sozusagen. Gut, ihr Lieben, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und auf bald. Bleibt skeptisch, aber auch vernünftig. So irgendwie, kann man sagen. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ciao.